Aufnahme, ich hab die da. Super. Na dann. Verborgene Schönheit, Leute. Prost. 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 Und Mahlzeit. Und willkommen beim Bierdacher Podcast 291. Heute begrüßen Sie der Horst. Der Harry, das schreibt man H-A-R-I. Der Gregor. Der Dennis, da schreibt man D-E-N-I-S. Und der Nenad mit zwei N. Mit zwei? Also eins und eins. Genau. Ich brauche nicht zu einer Mitte. Genau. Das hätte das auch falsch stehen. Noch eine Möglichkeit gefunden. Okay. Das wir sind in der Zypresse. Genau, in der Westbahnstraße 35a, beim Gari. Zwei Leute essen schon, sollte ein gutes Zeugnis für das gute Essen hier sein. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich von Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Auch riesengroßen Dank ans Klebemonster. Ich habe mir erst gestern mit seinem Biertaucher, Bieröffner, ein Bier geöffnet und habe mich sehr gefreut über sein Merchandise. Ich mache das jeden Abend, ganz alleine. Ja, oh. Traurigen Tag, schön. Ich entscheide mich später. Und außerdem an unsere Hörer, an unsere Feedbackgeber, an unsere Patreonen, ganz großen Dank. Patreon ist ein echter Player geworden. Ja. Ne? Wahnsinn. Ja. Und so überhaupt wahlloses Danke. Nein, nicht ganz wahllos, an unsere Hörer auf jeden Fall. Speziell an die Elke. Ach ja, genau, richtig. Und großen Dank an die Elke, weil die hat uns ein E-Mail geschrieben, dass ich in der letzten Folge, glaube ich, das hat mir auch ein bisschen leid getan, dass die Elke nämlich, also nicht, dass die Elke das gewonnen hat, aber dass dann der Nenad auch sich beworben hat und wir hatten doch eh zwei Bewerber und zwei Bullis und dann sagt, also wirklich, also Entschuldigung, Nenad, ich gebe dir auf jeden Fall jetzt einmal hochverdientermaßen den Kapuzenpullover. Oh, ja. Vielen lieben Dank. Gerne. Dankeschön. Gerne. Ich hatte ja so das letzte Mal mit und ich. Die Elke hat verzichtet und gesagt, wir sollen, obwohl sie ihn gewonnen hat, den nehmen. Ach so, genau. Tatsächlich. Vielen lieben Dank, Elke. Ich hoffe, das ist nicht deswegen, weil ich zu weinerlich geklungen habe. Kann auch daran liegen, dass XXL nicht passt. Das kann natürlich auch sein. Ja, mir wird er passen, wenn es XXL ist. Sehr gut. Ja, also sie hat geschrieben, dass sie sich nämlich auch schon einen Kapuzenpullover besorgt hat von den Biertauchern über Spreadshirt. Also das ist also das gelesen. Und da habe ich mir schon gedacht, interessant. Ich habe gewusst, dass der Stefan hat ja für uns auch Logos designt. Mhm. Und ich glaube, das hat er. Bei Spreadshirt, bei diesem T-Shirt-Service kann man da so Motive hinterlegen. Es kann sein, dass ich auf einen dieser Motive zurückgegriffen habe. Elke, es wäre sehr spannend, aber ich werde selber auch noch auf Spreadshirt nachschauen, was da von den Biertauchern rumgeht. Ich gelobe hiermit, dass jeder, der mit einem, den wir nicht kennen, ja, und der hier erstmals auftaucht zum Podcast mit einem Biertaucher gewandt, kriegt von mir ein Bier. Okay. Ich möchte einfach Leute sehen, die für uns Werbung machen. Das ist cool. Kann man mal, ja, voll. Das ist gut, gute Idee. Ja, kommen wir zum Teaser, oder? Ja, ich habe n-lang viele Themen, noch von alten Podcasts, aber diesmal habe ich eigentlich nur eines zu berichten. Ich war im Kino und habe mir angeschaut Die verborgene Schönheit. Ein aktueller Film mit Will Smith, Kate Winslet, Edward Norton, Helen Mirren, also ein Star auf dem Film. Ui, davon habe ich noch gar nichts gehört. Tja. Ja, das war's. Der Uhrzeigersinn, der wird nicht. Entschuldigung. Ich habe vergessen, worüber ich rede. Deswegen entscheide ich mich jetzt heute dazu, über Musik zu reden. Und zwar, ich habe mir nur das Album besorgt von Mike Oldfield. Ganz noch. Ja, und eventuell noch über Iron Sky. Zumindest seine Alben. Ja, er lebt auch noch. Kann ich ja gleich erzählen. Ja, ich habe in den letzten Tagen unzählige Male vergeblich versucht, einen Podcast aufzunehmen und kann da über ein paar Erfahrungsberichte reden. Jetzt gelingt es dir gerade. Jetzt gelingt es mir. Obwohl, don't jinx it. Ja, stimmt. Ach, ich habe im Backlog noch ein Buch, David gegen Goliath, vielleicht komme ich heute dazu. Und sonst war ich tanzen, gerade auf einer Demo und kann ein Couchsurfer-Erlebnis berichten.
Das ist doch spannend. Richtig real life. Ich habe meine Twitter-Reihe geändert. Ich habe einen schönen Podcast zu empfehlen und ja, noch bei Bedarf jede Menge Themen. Von Film und Film. Vielleicht auch Film und Serien. Das steige ich gerne mit an. Ja, ist Stefan nicht da, wir sollten es nutzen. Ja, stimmt. Gibt es keinen, der leidet. Schauen wir mal, auch das Don't Jinx It. Haben wir Termine? Bis auf das kommende Podcast-Meetup, was man immer erwähnen kann an dieser Stelle, was der Stefan organisiert, was auch immer wieder empfehlenswert ist, wo man immer wieder interessante Podcaster und Menschen generell trifft. Aber ansonsten... Ansonsten bitte die Facebook-Gruppe zum Rücktritt von Innenminister Sobotka anschauen. Da sollten jetzt ziemlich viele Demos kommen. Er wollte es so. Hat er sich erreitet. Coming. Ja. Kommen wir zum... eigentlichen Podcast. Ja. Ja. Wir haben, glaube ich, nichts vergessen. Alle lachen. Wow, so eine tolle Routine drin. Ich wusste nicht, dass es ein Konzept gibt. Nein, dass man was vergessen kann. Ja, das ist eigentlich ein guter Einwand. Ja. Wer kein Konzept hat, kann es vergessen. Womit fangen wir an? Wir sind ein bisschen aus dem Tritt, weil der Stefan ja heute fehlt. Ohne Stefan sind wir unstrukturiert, ja. Die erstens das und zweitens, der Stefan bringt ja auch immer die heißen Technik. Und druckt das Internet aus. Ja, und bringt die heißen Technikthemen, die ja eigentlich dann immer wieder an der ersten Stelle sind bei uns. Und ja. Gut, dass du sagst, aus aktuellem Anlass. Okay. Es gibt eine schöne Seite, der ist gleich Europe Second. Wurde von Bühlemann auch in seiner Sendung propagiert. Da wird so jedes Land einen lustigen Trump-Video machen, wo sie sich über Präsident Trump lustig machen und sagen, hey, we hear you are America first, but we want to be second. Und dann stellen sie halt das eigene Land vor. Dritter, die wollen Dritter werden. Ja, stimmt. Was? Und jeden Tag kommen jetzt halt mehr. Die Belgier sagen, second or tenth. Heute, während wir das hier aufnehmen, wird auch das Österreichische ausgestrahlt. Ich tue mit sehr, sehr großem Genuss diese Seite da und anschauen, was so Neues. Marokko hat inzwischen auch eins beigesteuert. Gut, das ist nicht so lustig, aber es ist halt ist cool. Mehr Länder machen mit als nur europäische, weil ursprünglich war das so ein europäisches Projekt. Und ehrlicherweise muss man sagen, ich habe jetzt 10 gesehen. Danke. Ist schon okay, der Witz ist vorbei. Und ja, ich meine, wenn Österreich da nicht in der Lage ist, weil wir halt weder eine gescheite Late-Night-Show haben, noch eine gescheite Satire-Sendung. Moment mal, heute? Also nicht die Sendung heute, sondern Willkommen Österreich ist doch eine, oder? Wir haben keine gescheite und wir haben keine Late-Night. ich hab mich schon richtig formuliert. Mein erster Instinkt war ja die einzige Sendung, die so halbwegs in Frage kommt, wäre Silent Cooking. Kennt das jemand? Das ist auch immer Dienstagnacht gelaufen. Nicht, nein. Das ist das ist von früher. Es ist exakt das, was es heißt. Das ist Kochen ohne Reden. Also eine Kochsendung ohne Reden, nur mit Einblendungen. Das ist sehr... und auch vielleicht da oder Science... Aber es läuft gerade nicht Science Buster, das habe ich mir gedacht. Vielleicht läuft es da drin, das würde ich noch so als tatsächlich teilweise lustige Sendung durchgehen lassen. Tatsächlich. Aber teilweise. Aber nicht Willkommen in Österreich. Und Late Night. Ich schaue das schon seit Jahren nicht mehr. Ich muss sagen, ich mag ja Stermann und Grissemann und bin bei ihnen relativ unkritisch, weil ich sie schon so oft in Kabarettprogrammen gesehen habe. Weil das einfach damit sozialisiert wurde beim Radio hören, als sie noch das Salon Helga bei U3 gemacht haben und so. Das ist aber eine ganz andere Kategorie, leider. Ja. Haben wir das im Fernsehen nicht weitermachen können. Ja, wie gesagt, also ich habe da überhaupt keinen Plan mehr, aber ich freue mich halt trotzdem, wenn ich den Grissemann oder Stermann irgendwo in Wien rumwackeln sehe. Das Problem ist ja dieses, wer jetzt sich für generell Fernsehkonventionen interessiert, das Konzept Late Night ist ja eigentlich was ziemlich Cooles. Also persönlich, kann man es mögen oder nicht mögen, aber es ist halt ein Stil von Fernsehen. Mhm. Ja? Und was wir in Österreich machen mit unseren begrenzten Mitteln, wir machen nicht eine tägliche Sendung, weil diese Late Night Sendungen sind täglich 4 Tage in den USA, halt Montag bis Donnerstag. Oder wöchentlich, aber auf jeden Fall immer aktuell. Und eben die wöchentlichen Sendungen, so wie Last Week Tonight, die machen halt auch größere Blöcke und die machen Themen intensiver. Und die tagesaktuellen Sendungen, die nehmen halt um 18, 19 Uhr auf und strahlen um 22, 23 Uhr aus oder so. Und was bei Willkommen Österreich passiert ist, sie zeichnen alle 2 Wochen 2 Folgen am Montagvormittag auf. Das heißt,
Das hat weder was mit... Aus produktionstechnischen Gründen ist, macht man das. Ja, nicht. Es ist einfach die günstigste und meiner Ansicht nach auch das Konzept völlig ignorierende Version davon, die halt technisch umsetzbar ist, finanziell umsetzbar ist und halt irgendwie funktioniert, aber was halt oft passiert ist, dass ein Witz 2 Wochen alt ist. Mhm. Weil wenn du Glück hast, ist die Sendung halt einen Tag oder 1,5 Tage alt. Mhm. Das ist der Best Case. Ja. Aber Worst Case ist, sie ist 2 Wochen und 1 Tag alt. Und da deswegen sage ich, es ist einfach wirklich keine tolle Sendung. Und, ja. und ich also verstehe überhaupt nicht... Nicht diesen Format der klassischen Late Night. Und die Zielgruppe, von der Zielgruppe kannst du ausgehen, dass die das alles schon... gesehen hat. Oder dass sehr viele von der Zielgruppe die totalen Medien-Hardcore-User sind. Mhm. Und insofern finde ich das eine sehr merkwürdig konzipierte Sendung. Weil das, was sie am Anfang war, was ich erinnern kann, das Willkommen Österreich war ein ziemlich merkwürdiges Ding. Also nicht die Nachmittagssendung vom Wolfram Biecher, sondern das, was dann Stermann und Grissemann am Anfang gemacht haben. Das war wirklich ein merkwürdiges Ding, aber es war halt irgendwie besonders. Ja? Mhm. Und all diese besonderen Dinge, den Mann im Schrank, und haben sie halt irgendwie Das ist nicht mehr schräg genug sozusagen. Also sie sind einfach völlig normal geworden und völlig beliebig. Und auch, dann hatte so ein Hermes, den fand ich immer so, der war so dieses Element da drinnen. Und jetzt haben sie diesen Peter Klien. Kennst du diese Videos, der mit einer ORF-Kamera zu den hingeht und wirklich brutal geschissene Fragen stellt, wo du dir im ersten Moment lachst du drüber. Mhm. Ja, mein absolutes Hassbeispiel ist, er fragt die Klawischnik, ob sie es heute bereut, dass sie dem Kickel, mit dem sie in der Schule war, damals nicht den Bussel gegeben hat, dass er heute halt so einer ist, wie er ist. Und sie halt, also du hast richtig gesehen, wie sie meine schmieren will. Und das Problem ist, das passiert nicht unter dem öffentlichen, ich bin jetzt Satire, sondern es passiert mit dem ORF-Logo, während diese Politiker in einer, unter Anführungszeichen, Stresssituation sind, wenn sie in einer Massigen oder auch bei der Angelobung Van der Bellen, der hat andere Dinge zum Denken, als irgendwie dumme Fragen zu beantworten. Also du willst Politiker entlarven, also es ist, ich bin überhaupt ein absoluter Gegner von allem, versteckte Kamera und solche Dinge, wo du Leute einfach erwischen willst und ihre Situation ausnutzt. Und das ist halt jetzt irgendwie so das neue Ding und das gefällt mir nicht. Und da höre ich jetzt auf, über Willkommen Österreich zu lästern, weil es, ja, ich gerne mehr dazu, aber ich finde das nicht gut. Ja. Läuft das immer noch jeden Donnerstag? Ist das ein Dienstag? Dienstag ist okay. Gibt es noch? Okay, weil... Es liegt schon ein bisschen zurück, meine Fernsehzeit, aber es gab ja diese klassische Donnerstagnacht. Ja, die ist jetzt die Nacht, Dienstagnacht. Ah, okay, das haben sie einfach den Tag vertauscht. Ja, aber das ist auch schon lange her. Weil da kann ich mich schon noch erinnern, wie das eingeführt worden ist, das war ja nicht unflott. Da gab es ja die Sendung ohne Namen, ich mochte das ganz gern. Da ist der Schalko ganz groß geworden, der jetzt super erfolgreich ist, kann man schon sagen. Oder? Ja, er produziert ja Willkommen Österreich auch. Ah, okay, das ist auch... Also ich weiß jetzt nicht, ob er Regie führt bei jeder Sendung, aber auf jeden Fall produziert seine Produktionsfirma die Sendung. Und ich mochte das eigentlich schon, so eine Schiene, wo so ein bisschen anderes Zeug ausprobiert worden. Da hat es ja auch noch diese Dorfer-Geschichte. Dorfers Donnerstag, ja. Dorfers Donnerstag, das mochte ich auch. Aber ja, aus den Augen. Ja gut, Maschek war ja in Dorfers Donnerstag und die sind dann eben zu Willkommen Österreich gewechselt. Ah. Na, die waren ja... Siehst du, Maschek, die hast du ja mal live angeschaut, oder? Ja. Naja, ja, das auch. Und ich habe auch diesen Tagespresseshow gesehen und ich bilde mir ein, da waren auch sehr viele Außenreportagen von dem, was ihr jetzt geredet habt, der dir nicht gefällt. Von Peter Klien. Ah, okay. Wobei ich ihn bis jetzt ganz lustig finde, aber ich habe ihn jetzt erst 3-4 Mal gesehen. Ja. Also, aber natürlich, man kann es dann auch. Ich bin ein absoluter Gegner von versteckte Kamera. Ich glaube, dass, also versteckte Kamera, und das ist für mich diese Kategorie, das ist, wie gesagt, Leute, das ist auch wie, man regt sich über das Fußballer so deppert werden und so depperte Interviewantworten geben, aber ich meine, ich denke mir immer, die sind nach 90 Minuten und sind dann entweder voll euphorisch oder voll fertig, aber auf jeden Fall haben die sich gerade 90 Minuten ausgepowert und du willst jetzt eine akademische Antwort von ihnen. Und das gleiche passiert hier. Und du kannst jetzt sagen, hey, ein Vollprofi wie die Klawischnik oder einen anderen Politiker, den kann man wischen, aber hier geht es halt wirklich darum, Leute bloßzustellen. Und bei versteckter Kamera ist es halt wirklich so, also echt fett oder sowas,
vorzuspielen, da wäre jetzt jemand verletzt oder da würde dir die Bare mit dem Verletzten würde den Sanitätern davon rollen oder sowas. Das ist mein als ehemaliger Sanitäter mein Hassbeispiel aus Echtfett. Mhm. Das stimmt. Wobei wir mussten Echtfett-Leuten auch zugutehalten. Sie haben ja auch so Skurrile, die keinen Schaden angerichtet haben, Spots gehabt. Also ja. Reiter, mit der Beauty ruft und einfach durch die Masse geht. Absolut. Richtig. Genau. Voll harmlos, ja. Aber das ist beim Peter King genauso. Das Drei Viertel sind tatsächlich wirklich, vielleicht auch wirklich lustig. Mhm. Und er erwischt jemanden noch in einer ruhigen Situation, aber wirklich im Stress vorbeigehen, jemanden eine brutale Frage. Er ist vorbereitet. Ja? Die Leute sind nicht vorbereitet. Destination irgendwie ein bisschen. Und es ist. Ja, ich mag das nicht persönlich, aber. Mhm. Ja. Was ich noch sagen wollte, Entschuldigung, vorhin konnte ich nicht reden, das Essen hat mich leider zu sehr eingenommen. Klar, singen. Ich finde gleichzeitig aber witzig in Willkommen Österreich diese Nicht-Aktualität, weil man merkt so richtig, wann sie es aufgezeichnet haben, dass da etwas Bestimmtes noch nicht bekannt war. Naja. Und das hat dann seinen eigenen Charme und Witz. Und ich saß jetzt schon öfters im Publikum bei Willkommen Österreich. Ja, schon. Wie geht das? Wie machen wir das? Muss man sich da wohl registrieren? Oder? Ja, ich habe das nicht gemacht, das macht meine Freundin, wenn sie sagt einfach, wir gehen mal wieder hin und dann zack, holt sie sich Karten. Die werden mehr oder weniger verlost auf einer Homepage, man registriert sich dort und wenn man Glück hat, bekommt man eine E-Mail, ja, sie können... Und dann muss man was zahlen auch noch? Oder? Nein, das ist kostenfrei. Mhm. Es ist du kriegst auch nichts dafür, kein Geld zu zahlen. Ja, bekommt man die angezeigt, wann du lachen sollst? Nein, jetzt das lachen, gibt es nicht. Das ist lustig. Nee, aber der Saal ist kleiner, als man eigentlich denkt. Man sieht es ja auch immer, wenn sie ins Publikum schwenken, dann denkt man, das sind aber nicht viele Leute. Es sind mehr Leute, als man denkt, aber der Raum ist kleiner. Und sieht das Publikum auch immer alle diese Videos? Ja, die werden... immer ausnahmslos? Ja, okay. Und zwar stehen vorne rechts und links zwei Fernseher und darauf wird das auf jeden Fall gezeigt und weiter hinten stehen auch nochmal zwei Fernseher, damit die hinten sitzen, auch was erkennen können. Da kann ich ja mal alles erzählen, wie das überhaupt ist. Sehr gut, ja. Es werden zwei Sendungen hintereinander aufgenommen und meistens sind wir in der ersten. Ich habe die zweite noch nie erlebt, glaube ich. Also du kriegst nicht einen Zweierblock, du gehst nur für eine Sendung. Dahin. Es gibt tatsächlich Leute, die für beide gleichzeitig die Karten bekommen haben. Dadurch achtet aber hoffentlich jemand drauf, dass sie umgesetzt werden. Ich kann nachher meine Barbara Karlich-Show-Erfahrung erzählen, um zum Vergleich, aber wir sezieren das Medien. Ich habe noch eine Millionen-Show-Erfahrung. Ja, aber auf jeden Fall schauen Sie das nicht das gleiche Publikum exakt gleich. Ja, das wird jetzt umgesetzt zwischen der Sendung. Jedenfalls, man wartet vor der Tür, also in so einem Lokal ist das erstmal, wo man wartet und das Aufnahmestudio ist. Wo ist das am Königlberg oder wo das so? St. Marx. St. Marx Landstraße. Aha, ja, okay. St. Marx. Der Raum ist insofern, hat Geschichte. Das ist die ehemalige Kassenwartehalle. Mhm. Also St. Marx war ja der Riesenschlachthof und da gibt es die Riesenhalle heute noch. Ja. Da wurden die Rinder hingebracht. Ja. Dann hat man so einen Bestätigung bekommen, Lieferschein, und dann ging man dort in die Kassenhalle, hat in der Mitte, da wo das Studio ist, war der Wartesaal und rundherum sind Türen, gell? Ja. Und die Türen waren quasi die Büros, wo man dann aufgerufen wurde und hat sein Geld bekommen als Bauer, wenn man die Rinder abgeliefert hat. Und heute sind hinter den Türen ist ein Gang und dann in der nächsten Ebene, also da wo die Büros sind, sind jetzt Schnitträume und Tonstudios und so Sachen, die kann man mieten. Also und vorne ist eben das Lokal, also wie gesagt, ich habe dort direkt studiert, mein Filmstudium, deswegen weiß ich es auch. Du kennst die Räumlichkeiten. Ich kenne die Räumlichkeiten, ich war allerdings noch nie in der Sendung, aber ich weiß, dass wie der Raum ausschaut. Und die Geschichte ist halt interessant und das Gebäude ist denkmalgeschützt, genau aus dem Grund. Ja, also irgendwann geht die Tür auf und alle strömen rein, weil first come, first serve. Das heißt also, die du Plätze werden... Du darfst sitzen, wo du als erst hinkommst. Ja, freie Platzwahl. Und es ist auch so, dass wenn man Karten bestellt, bestellt man nicht eine für sich und jeder muss, sondern meldet halt an, so viele Personen möchte ich Karten bestellen. Registrieren. Und da sitzt man dann da und als erstes... kommt ein Animateur, der schon mal ein bisschen Stimmung macht, damit es witziger wird. Stermann und Grissemann sind noch weiter hinten. Und dann kommen die irgendwann und machen ihr Programm, das nicht aufgezeichnet wird. Aha. Das ist nur fürs Publikum. Das ist nur fürs Publikum. Programm, um euch aufzuwärmen. Ja.
so in Stimmung zu bringen. Ja, es ist schon auch schon eine Vorbereitung auf die Themen, die sie sich vornehmen werden zum Teil. Aber im Endeffekt, das hat nicht, das ist nur für das Publikum, das da sitzt und nicht für ja. Also du kriegst eigentlich ein Kabarettprogramm. Ja, das genau. Sozusagen. Man bekommt dann gesagt, wenn die Kamera auf einen schaut, lächeln, lachen, weil ihr, es heißt dann direkt, ihr werdet euch ärgern, wenn ihr dann später im Fernsehen euch selbst seht und nicht lacht. Das ist, wird direkt gesagt. Natürlich hat das eher für sie selbst Zweck. Ja, aber ja, stimmt tatsächlich. Ich habe mich auch ab und zu mal drin gesehen und ja, scheiße. Du hast gerade nicht gelächelt. Ja, ich saß da so. Also mit verschränkten Armen. Der Einzige, der den Witz nicht kapiert hat im Publikum. Nein, oder der nicht lustig findet. Nicht lustig findet. Um ehrlich zu sein, fand ich die immer lustig. Mhm. Du hast es noch nicht zum Ausdruck gebracht. Ich habe es noch nicht zum Ausdruck gebracht, ja. Das ist, ich schmunzel dann eher so in mich hinein, bin zufrieden. Ja. Naja, okay. Ich hatte auch einmal Pech, da hatte ich nur Stehplatz. Auch interessant ist, ja, wenn halt doch der Raum zu voll wird, steht man. Aber sie versuchen alle, sich, dass sie Plätze bekommen. Stimmt, genau, einmal waren wir auf in zwei Sendungen hintereinander und in der ersten standen wir und dann hatten wir die Möglichkeit, uns direkt hinzusetzen. Stimmt, oh, das ist auch schon lang her. Ja, das beantwortet auch die Frage der Umpositionierung, also das man jetzt schon ein bisschen. Ja, aber das war keine Absicht oder so von denen, sondern wir hatten dann die Möglichkeit, uns einfach hinzusetzen. Mhm. Wir haben uns da dann hingesetzt. Während die Sendung aufgezeichnet ist, wird die Türen verschlossen und man darf nicht raus. Wenn man natürlich ein Bedürfnis hat, lassen sie einen raus, aber nicht mehr da rein. Du wirst bestraft fürs Gassi. Weil eben mit dem Schneiden, Quatsch, mit dem Aufzeichnen, das passt halt nicht. Mhm. Also es ist halt auf billig gemacht. Also günstig wie möglich. Ja, die Gags, also die Sendung wird dann aufgezeichnet. Mhm. Und das, was aufgezeichnet wird, ist viel, viel mehr als das, was man zum Schluss in der Sendung sieht. Du siehst nur das Best-of sozusagen. Oder fast, was halt reinpasst. Ja. Also vom Content her oder werden einfach nur Outtakes rausgeschnitten? Gibt's noch ein paar Gags, die sie bringen, die am Ende dann wegfallen oder wenn sie sich verhaspeln beim Reden, dass sie einfach neu einsteigen? Das ist das Witzige. Wenn sie sich verhaspeln, bleibt es drin. Mhm. Also das wird nicht pauschal rausgeschnitten. Aber sie produzieren mehr, als das Fernsehpublikum sieht. Ja. Also man könnte die Sendung auch durchaus größer machen. Ja, also wesentlich länger. Also ja, aber das ist Standard, also das ist auch bei der Kalik so, dass sie mehr aufnehmen und dann das Langweilige da rauslassen. Weil einfach Unabwägbarkeit, ein Backup für Unabwägbarkeiten, dass jemand, was auch immer, einfach was eine komplette Streit ausbricht. Ach so, und zum Beispiel, sie schneiden müssen oder was auch immer. Ja, also das ist einfach. Also die eingeplante Überproduktion, die nicht vernichtet wird und die nur für das Live-Publikum ist. Der Sinn des Ganzen ist immer die Fernsehsendung. Ja, ja. Und du weißt, wir haben x Minuten zu füllen. Und du kannst ja auch nicht. Das wäre ja wie beim Film, du sagst, ich mache immer nur einen Take. Du machst ja 127 Takes, Stanley Kubrick, aber auf jeden Fall mehrere Takes, das einfach, um dir die beste Variante dann auszusuchen. Und hier ist halt auch so, ein Witz funktioniert nicht, kann sofort passieren, irgendwas Unvorhergesehenes passiert, nämlich, keine Ahnung, jemand im Publikum wirft was, dann ist es schon wieder rausgeschnitten. Ich habe gerade die Allmachtsfantasie, dass ich den Biertaucher-Podcast öfter aufnehmen könnte, bis mir alles passt. Na, das sagen wir jetzt noch einmal und da fasst du dich jetzt bitte kürzer. So ein bisschen schneiden. Zum Film. Wäre nicht schlecht, aber da bleibt dann so 2 Sekunden übrig. Wir danken dem Klebemonster. Der einzige Teil, der funktioniert. Ja. Gags, Gags, Gags. Um es in Worten von Willkommen Österreich zu sagen. Ja, und wie war es bei der Kalich? Also wie bist du dazu gekommen? Im Filmproduktionsstudio haben wir
den Produzenten von der MR Film, ein Produzent als Vorlektorin gehabt und der hat uns eingeladen. Das war damals noch auf den Rosenhügel Studios. Das ist inzwischen, nehmen sie es im ORF auf und wenn man sich den Vergleich anschaut, haben sie jetzt, ich war ja jetzt 5 Wochen beim ORF Praktikum von der, vom Masterstudium jetzt machen und wir haben auch eine kleine Führung bekommen und das sind, die Kulissen sind wirklich ganz billig, das sind nur so Schiebewände. Mhm. Und was wir damals, das war ein echtes Studio, ein fixes Studio. Und was die produzieren, das ist eine Meisterleistung. Also es ist wirklich arg. Sie produzieren 3 Folgen am Tag. Montag, Dienstag, Mittwoch. 9 Folgen, also auch auf Vorrat. Senden 5 immer. Das heißt, fast 2 Wochen drehen sie in einer Woche. Mhm. Das ist wirklich hardcore. Wir saßen, also wir hatten ja in diesen, wir saßen in einer Folge im Publikum. Wir sind eine Folge haben wir im Regieraum, der wirklich toll funktioniert, die geölte Maschine. Und eine Folge lang hat uns der Andreas, der Produzent, herumgeführt. Und da gab es einen großen Geräteverleih. Das war auch ziemlich cool anzuschauen, einfach diese riesen Arri-Lights. Und also für junge, angehende Filmproduzenten war das halt total beeindruckend. Und auch die Studios, die lächerlichen kleinen Studios damals, die es noch gab. Wir waren halt dort. Und es gab auch einen Anheizer. Es gab auch... sagen wir mal so, ich möchte jetzt nicht so schlecht über sie reden, also ich kenne sie ja nicht persönlich, aber es gab so, sagen wir mal, so einen kleinen Diva-Moment von der Frau Karlich, den wir mitgehört haben, weil sie hinter den Kulissen laut wurde. Es gab, es sind Leute, also auch das Publikum wurde ausgetauscht, also es ist niemand 3 Sendungen dort, wurde umgesetzt. Bei uns haben sie auch gesagt, erstens, für uns ist das ja zart, wenn wir in 3 Sendungen da sitzen, das war eine schon zart, ehrlicherweise. Keine Ahnung, mein Mann bringt es nicht mehr oder was. Ich habe keine Ahnung. Solche Themen halt, dass die nachmittags Hausfrauenfernsehen ohne jetzt Hausfrauen ab. Aber ihr wisst, was ich meine. Bin der Standard. Ja, und. Ich habe das viel geschaut. Und, also ich dachte, Erektionsprobleme. es war halt wirklich, eine Maschine, die wirklich gut funktioniert. Und da waren halt auch Superfans und die wirklich. Die Anheizerin kannte die alle beim Namen, hey, Herr, sowieso wieder da. Mhm. Leute, die zum 100. Mal dort waren, ich meine, die sind jetzt bei Folge, keine Ahnung, 2500 oder sowas. Also ich meine, die sind ja, das läuft ja schon x Jahre, die sind auch hunderttausende Zuschauer, also eine riesen Erfolgssendung. Ja? Also das darf man nicht unterschätzen. Und man kann es natürlich qualitativ belächeln, aber auch für die Leute, die am Nachmittag bügeln, muss es Programm geben. Ja? Und sicher, wenn die das gern schauen, und warum nicht? Ja? Und man muss ehrlich sagen, meine Mutter hat mir nachher erzählt, sie haben 5 Leute so angerufen, ich habe den Harald im Fernsehen gesehen, gar nicht gesehen. So ihre, die Generation meiner Mutter halt, ne, die 60-Jährigen, das alle schauen. Gibt es das noch immer, Karli-Show? Ja, ja, okay. eben im ORF jetzt mit einem wesentlich billigeren Ding, aber es ist genauso, ich nehme auch nicht an, dass sie da die Produktionsrhythmen irgendwie großartig geändert haben. Ich meine, 3 Folgen sind auch hier, ne? Netto sind es dann 40 Minuten, 50 Minuten vielleicht, keine Ahnung. Und sie zeichnen dann 3x1:10 auf, ne? Mit eine Stunde 10. Irgendwie sowas, ja. Dann mit Einheit, mit auf, also Anheizer, mit Personenwechsel, mit Gästebetreuung, ja. Weil es sind ja bei jedem Thema neue Gäste. Ja. Das heißt, du brauchst auch hinten ganz viel. Ja. 6 Kameras. Es kostet einfach Geld und. Es kostet ja. Geld und sein. Das muss geölt funktionieren. Und es war einfach total beeindruckend, das zu sehen. Wenn du das einmal aufgebaut hast und das einmal läuft. Aber bei Willkommen Österreich bauen die ja das Studio, den Teppich und das alles neu alle 2 Wochen auf. Also ein fixes Studio ist natürlich teuer. Aber hier geht es halt auch wieder, was ich sage, die Qualität von einer täglichen Sendung oder die zumindest 4 oder 5 Mal in der Woche läuft, ist halt einfach ganz was anderes als eine Sendung, die eben nur so 2 Folgen alle 2 Wochen und man baut das Studio an einem Vormittag noch dazu auf, weil Karlich wurde am Abend aufgezeichnet. So von 17 bis 24 Uhr ging das. Ja, so ein Arbeitstag bei denen. Und ja, ganz, ganz spannend. Es gab auch so einen eigenen Bus aus einem Heim für Leute mit Bedürfnissen, die halt auch Superfans waren, die auch so einmal in der Woche quasi Gruppenausflug, Bus gechartert, Karlich-Show, Publikum, voll die Fans, riesen Fangruppe, cool, gerade dass die nicht transparente, yeah, Babsi, wirklich, also die Leute, Spaß und aber auch Leute, die einfach so hinkommen, auch Gruppen, Leute, die sich seit Jahren offenbar kennen, dort kennengelernt haben, ich würde es nicht wundern, dass Leute dann jetzt live in der Show heiraten, während sie sich dort kennengelernt haben, also, das erwartest du, vielleicht gab es das auch schon, also wirklich, wirklich
diese. Und du meinst, das hängt auch damit zusammen, dass die Show halt schon ewig läuft. Natürlich. Da baut man sich dann ein Zielpublikum auf und loyale Fans und alles. Also, und mich hat das halt beeindruckt, wie begeistert die Leute sind. Mhm. Und ich meine, ich habe das natürlich qualitativ belächelt. Aber ich kann anerkennen, dass es halt auch Programm, und das ist halt auch, wenn man oft über den ORF schimpft und sagt, der ORF macht nur Spaß, dann stimmt das qualitativ. Aber andererseits, hier sind mehrere hunderttausend Leute, die das jeden Tag schauen. Das ist natürlich beim Fernsehen immer ein Argument. Und das wollen Leute, und dann kann man sagen, es ist auch kein Verlust für den ORF, ja? Ganz sicher nicht. Also die bisschen Werbung davor und danach finanziert das, glaube ich, zu einem Großteil. Also und dort, glaube ich, kosten die Tickets dann schon was. Also der ORF verkauft ja auch manchmal Tickets. Also ich glaube, dass dort die schon was kosten. Aber kann ich jetzt nicht. In Deutschland jetzt, ja. Aber mir fällt auf, es ist ein bisschen zurückgegangen in Deutschland, die Inflation. Diese Absolut. Zugunsten absolut. Vielleicht ein bisschen zu diesen Reality-Formaten wie Hau ab oder genau. Ja, es sind günstiger, da brauchst du kämpfen. Ich würde sagen, der Übergang ist so passiert von diesen wirklichen Talkshows, wo es ein Thema gibt und eine Moderatorin, ging es zu den Gerichtsshows. Ach, ja. Und von den Gerichtsshows, die es ein bisschen immer noch gibt, ging es dann zu wo dann plötzlich die Anwälte aus den Gerichtsshows plötzlich lauter Privatdetektiven aufgemacht haben. Da ist jetzt dein Reality-Ding, ja, dieses Scripted Reality. Und dann hattest du plötzlich den Schulsozialpädagogen und die Supernanny. Und von der Supernanny bist du dann zu den Tausche Familie oder wir waren dann aus Familiensendungen gekommen. Oder die Tiersparte, die ganzen Flüsterer, die es gegeben hat, also für verschiedene Haustiere. Das war ja auch ein großes Ding. Und aber ich kann mich noch erinnern, wie es angefangen hat, ich habe das alles geschaut. Hans Meiser war so einer der Pioniere des deutschen Fernsehens. Also Ilona Christen. Jack, ich muss kurz einwerfen, drei Leute beim Podcast schauen, ist absolut entsetzt, was daran kommt. Arabella habe ich sehr viel geschaut. Und dann hat es noch, ich weiß nicht, Vera, die Pfundstype, haben sie sogar so als... die jetzt dieses Dings da moderiert, was der Böhmermann auflegen hat lassen. Wirklich? Schwiegertochter gesucht, oder wie heißt das? Okay. Ja, das moderiert diese Vera. Es gab ja auch die Ricky, Sonja Zietlow hat eine eigene Talkshow. Brit. Ja, all diese Leute, die heute keine Ahnung was tun, aber stimmt. Tatsächlich, du bist ja, als wenn du heimkommen bist von der Schule vor 10 Jahren, oder 15 Jahren eigentlich, bei mir zumindest 15 Jahre, du drehst den Fernseher auf, ist das gelaufen und du hast halt durchgezappt und du hast das mitbekommen und dann hast du hoffentlich Simpsons irgendwo gefunden. Ja. Aber ich würde gerne sagen, es wäre nicht so gewesen. Ich würde gerne sagen, es gab auch welche, die für Jugendliche getimed waren. Tobi Schlegel, kannst du dich an den erinnern? Nein, der war für Jugendliche oder für halt unsere und mein Alter damals quasi so. Da waren die Themen ein bisschen hipper und okay. So. Da waren dann halt diese ganzen super tätowierten Leute, bevor sie in den ganzen Super-Talent-Shows aufgetreten sind. Mein Talent ist, ich bin wie eine Katze tätowiert am ganzen Körper. Ich kenne das aber, weil du es gesagt hast, mit dem, man kommt von der Schule nach Hause und setzt sich so ein bisschen durch das TV-Programm. Man merkt, dass ich ein paar Jahre jünger bin, weil bei mir waren es dann tatsächlich die Gerichtsshows mit Barbara Salisch und Alexander Holt und Strafgericht und Familiengericht. Und das war so die, ich sollte jetzt lernen und Schauspieler. Bei mir war es auch eher die späte Schulzeit bzw. Studienzeit, Anfang und ganz, ganz früher waren es Fernsehserien, Nachmittag waren immer so Star Trek und solche Geschichten. Was sagt so gespielt? Ja, das nicht nur Rolf, meine Mutter liebt Star Trek und die hat immer auf Sat.1 immer, das war ihr, statt Karlich, meine Mutter hat immer Star Trek geschaut. Sat.1 war das nämlich. Um 15 Uhr. 15 Uhr. Sehr gut. Manchmal sogar zwei Serien, also Next Generation und Voyager oder Deep Space Nine und Voyager und sowas in der Gegend. Oder? Ja, die habe ich immer nämlich geschaut. Da waren immer diese, wo ich begonnen habe, das zu hassen, dass sie, es ist irgendwie das große Ding und dann ist Werbung und dann sind noch 30 Sekunden. Ja, das war... Boah! Und du willst aber diese 30 Sekunden trotzdem sehen. Also, zum Teil noch nicht mal 30 Sekunden, sondern wirklich nur der Abspann. Ja. Das war richtig. Also das ist, ja. Kostet immer Fernsehen mit einer Währung, ja. Und dann gab es ja auch, aber es gab auch ganz interessante Reality-Formate. Zum Beispiel diese, könnt ihr euch erinnern, da gab es so diese fiktive Matura-Klasse, das hieß irgendwie die Abschlussklasse. Das habe ich nicht. Okay. Das war Pro7, hat das gemacht, aber ist ja wurscht, lassen wir das. Fernsehen von früher. Das hat schon zu viel zu tun. Das war echt faszinierend. Manche Sachen, ja. Nachdem ich Filmproduktion studiert hatte, konnte ich das alles noch mehr zu schätzen wissen. Und nachdem ich bei der Kalle schon einmal zugeschaut habe, weil das wirklich... Also ich empfehle euch, das mal anzuschauen. Wirklich, einfach nur, just
einfach mal sehen, wie das Werkel rennt. Mhm. Das ist ein Hammer. Oder eben, wir kommen in Österreich zur Not. Aber eines muss ich noch sagen, ich meine, das war nicht am Vormittag, wo es aufgenommen wurde. Wir waren immer abends. Okay. Bei Willkommen Österreich. Weil ich konnte nach der Arbeit. Okay. Es würde wahrscheinlich Sinn machen, es am Abend aufzunehmen, dass du mehr Publikum bekommst. Mhm. Aber es war nie Dienstag, sondern immer ein vollkommen anderer Tag. Also damals waren nur zu der Zeit dort, wo es donnerstags lief. Ich meine, es wurde dienstags aufgezeichnet und donnerstags. Weißt du, warum ich Vormittag glaube? Weil ich sie, glaube Vormittag öfter dort gesehen habe, während des Studiums, weil ich ja direkt neben dem studiert habe. Mhm. Also ich habe die Leute dort gesehen und habe, also ich meine Proben und Aufbau und was auch immer. Also ich glaube, dadurch ist bei mir irgendwie das. Aber wahrscheinlich wird es Sinn machen, das am Abend aufzunehmen, weil die Leute Zeit haben, ja. Du hattest ein Geigenthema oder Geigenmusikthema. Nur weil er die Geigen. Erzähl doch du mal von der Demo, Horst. Jetzt machen wir doch mal Cut zur Politik. Gerne, gerne, ja. Kannst du warten mit der Musik? Ja, natürlich. Okay, ja. Obwohl, nein. Nein, erzähl. Ich gehe. Wir holpern schon so genug. Okay, ich war mit dem Harry, der auch da war, auf einer Demonstration und habe dort erfreulich viele Biertaucher gesehen. Wirklich? Ja. Wen? Oder darf man das nicht sagen, dass Demonstrationen sind? Aber man darf zumindest einen Steff. Also es war nicht nur ich und der Harry, sondern es waren noch mehr dort. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob denen das richtig ist. Und ja, es war eine Demonstration, die eigentlich den Innenminister Sobotka zum Rücktritt aufgefordert hat, weil er das Demonstrationsrecht einschränken will und auch sonst noch sehr viel Blödsinn absondert. Und das wurde genüsslich von mehreren Rednern dann halt vorgelesen. Ich glaube, da kann man bei diesem Politiker aus dem Hut voll schöpfen. Ja, ja. Mitbekomme. Harry, du hast ja tiefenpsychologische Erklärung, warum man sich so engagiert. Ne? Ja. Und das ist sagen, der Sobotka kommt aus Niederösterreich und Harry ist gelernter Niederösterreicher. Gelernter Niederösterreicher. Von der Pike auf gelernt. Geboren und gelernt. Wird geboren und lernt das nicht. Ja. Nein, ich wollte mich jetzt mit Reden zurückhalten, weil ich schon geredet habe. Aber ich glaube, er ist beleidigt, dass er nicht Landeshauptmann geworden ist. Und dann kommen solche Sätze wie, mir hat mal wer vor die Tür geschissen, deswegen bin ich jetzt, überwache ich euch alle. Ja. Das ist natürlich ein dankbares Thema für Demonstrationen. Also es waren so sehr viele Plakate mit einem Scheißhaufall und seinem Namen. Ich glaube, dass einfach Leute, die Frust haben, ein beliebtes Frustkompensationsmittel ist, ich stürze mich in die Arbeit. Mhm. Und ich glaube, dass das einfach so, hey, was ist das Erste, was mir am Schreibtisch liegt? Überwachung, alle, einfach so, mach mal, geht schon, Vollgas, Sitzung, Überstunden, mach mal. Wo ist die nächste Fernsehkamera? Sag mal. So wirkt das ein bisschen, hab ich das Gefühl. Ja, wo hat das gestartet und wann ist das? Das war in der Herrengasse, um 18 Uhr gestartet, ich war ziemlich bald dort. Und es sind dann ich würde geschätzt, wie ich dort war, waren vielleicht 100 Leute dort. Und die Herrengasse, das ist ein kleiner Platz, ist zum Glück recht klein, also der wirkt dann relativ schnell. Aber der Oberausgang ist. Ja, und vor dem Innenministerium halt. Und es sind dann aber im Laufe der Reden immer mehr Leute geworden. Also dafür, dass die Demo sehr kurzfristig... Ich schätze 250. Ja, aber dafür, dass die Demo sehr kurzfristig angesagt war und keine große Organisation jetzt aufgerufen hat, sondern ein Typ eigentlich, der die im Alleingang privat eingereicht hat, war das beachtlich. Okay. Und war auch sehr erfreulich zu sehen, dass man halt... dass sich nicht alle Österreicher alles gefallen lassen, sondern dass es sehr wohl welche gibt, die jetzt bei Kälte da hingehen und sagen, Moment, so geht's nicht. Es waren ja einige von den Schildern, wurden einfach recycelt von letzter Woche. Weil letzte Woche ging es um Überwachung, diese Woche, also da war ich nicht, aber ich habe es halt gesehen, die Fotos, und in dieser Woche ging es um diese Einschränkung des Demonstrationsrechts und das wurde halt aufgerufen dazu, dass er halt zurücktritt, weil ich meine, die Liste an doofen Vorschlägen ist wirklich lang und man muss hier wirklich die Frage stellen, warum? Ja, wenn Dummheit tödlich wäre. Ja. Ja, wobei Dummheit ist halt, das sagt man halt so, aber ich meine, da gibt es ein ganzes Kabinett an Leuten, die da mitreden, da gibt es eine Partei, die mitredet, da gibt's Interessen, die Parteiinteressen, die persönlichen Interessen, die ministerialen Interessen. Also Dummheit, der Mann an sich ist sicher objektiv kein Trottel. Und das sind die seltensten Leute.
Aber das Problem ist immer, was sind die Umstände, die diesen Personen... Wie du gesagt hast, warum? Warum? Ja, genau, warum? Und da waren mehrere Redner, Susanne Scholl, glaube ich, als Journalistin. Haben und einen für die Redner, oder? Nein, das ist sehr praktisch dort, muss ich sehr loben. Das sind so, wie soll man das sagen, so Betonplattformen, so circa 1,5 Meter hoch. Und auf die kann man drauf kommen und hat dann so eine erhöhte... Also so Sitzbänke, halt, ja, so, aber halt aus Stein. Sehr konvenient gelegen. Und jemand, den man kennen vom Bierdacher Podcast, nämlich der Thomas Loniger von seiner Epicentrum Works heißt das jetzt, hat auch sehr gut geredet. Klaus Oppitz auch sehr gut geredet eigentlich. Und der Organisator, der Gerald Kitzmüller oder so ähnlich heißt er, glaube ja. Aber also es ist nicht fad geworden beim Reden, war sehr, sehr nett und gute Demo. Ja. Okay. Wir haben uns dann verabschiedet, um rechtzeitig beim Podcast zu sein. Irgendein Sender war da, also ich weiß, ich habe nicht kurz gesehen, welcher. Also er hat den Ding und interviewt den Veranstalter und ein paar Gruppenbilder eingefangen und dann war er relativ schnell wieder weg, aber ist eh klar, ich meine, wozu sollst du das Ganze anhören, weißt du? Und du brauchst doch nur 20 Sekunden, also auch hier wird mehr gedreht, als sie dann verwendet. Und zu meiner großen Freude war meine Lieblings-Ö1-Journalistin dort, deren Namen ich jetzt aber nicht nenne, um ihren Persönlichkeitsschutz zu wahren, aber sie hat gesagt, sie war privat dort, also nicht dienstlich. Also, okay. Mhm. Ja, und also unsere waren natürlich friedlich und keine Randalierer. Wobei, das ist ein gutes Thema, was du ansprichst. Das haben sie auch genauer erklärt. Laut Sobotka-Vorschlag ist, dass der nicht der Veranstalter der Demo, sondern der Versammlungsleiter der Demo in Zukunft persönlich haftet für alle Schäden, die während der Demonstration auftreten. Was natürlich de facto wie in Russland jede öffentliche Demonstration zunichte macht, weil du brauchst nur irgendeinen Spitzel oder irgendeinen Raudi reinschicken, der da ein bisschen randaliert und der Versammlungsleiter verschwindet im Häfen oder ist den Rest seines Lebens hat er kein Geld mehr. Und damit machst du jede Demo unmöglich. Was anderes war schön auch, waren Vorschläge wie, also eine Demonstration ist zu verbieten, bei massiven Behinderung des Verkehrs. Da ich auf sehr vielen Fahrraddemos war, deren Zweck war, den Verkehr zu behindern. Geil. Und falls Geschäftsinteressen geschädigt werden. Also, weil das muss man wissen, dass in Wien sehr oft in der Mariahilferstraße demonstriert wird, weil das halt die bedeutendste Einkaufsstraße ist, wo am meisten Publikum ist. Und natürlich regen sich die Geschäftsleute dort auf, dass demonstriert wird. Ja, also, damit kannst du halt, bis auf einen Frohleichnamsumzug jede Demo dann absagen. Ja, genau. Es ist ein Reset, wo man überhaupt Österreich verputint. Alleine zu Hause auf der Couch kann man dann demonstrieren. Mit der geballten Faust im Hosensack. Ja, genau. Oder in Embryonalstellung, wo man dann seine geballte Faust einreißt. Den Mond zu luchern, was nicht mehr aussieht. Ja. Okay. Na, unglaublich, was für Personal derzeit in Österreich an der Macht ist und was er anscheinend geht. Ich habe immer so das Gefühl, die sagen, schau mal, das geht auch noch, tu mal. Ne? Mhm. Für eine Schlagzeile oder... Oder vielleicht haben sie einfach, jetzt schauen wir, was der Souverän sich alles gefallen hat. Es gibt nie eine Empirie, dass du sagst, hey, das hat mal wo funktioniert. Oder das war auch sehr gut, hat der Lohninger auch gesagt. Es gibt nie eine... Diese Freiheit und Sicherheit abwägen, hat er sehr gut am Punkt gebracht. Er hat es ist nirgends bewiesen, dass wenn du Freiheit einschränkst, dass du aber mehr an Sicherheit hast. Hm. Nirgends, ja, es ist nur... Einfach immer wieder eine Geschichte. Freiheit ist ganz sicher weg, das ist das einzig Sichere. Das ist einfach eine Geschichte, die immer wieder in der Politik hochgekocht und vorgekaut wird und irgendwann ist diese Geschichte so... Und die Susanne Scholl, ich habe nicht kapiert, wo die vorher war, weil sie jetzt sagt, sie ist in einem unfreien Land aufgewachsen, in einem anderen Ostblockland. Und sie hat gesagt, sie weiß, wie das ist, wenn man in einem Land aufwächst ohne demokratischen Grundfreiheiten, da will es nicht wieder hin. Und sie sagt, dass halt gerade jetzt Kurz und Sobotka aktiv die Demokratie aushöhlen von unten. Ne? Durch halt immer ein bisschen gar nicht mehr so Richtung. Von unten. Ne? Nein, von oben. Nicht, top down, aber halt die Basis, also das Fundament der Demokratie untergraben. Ne? Und halt sehr viele, sehr viele zusätzliche Regeln einfach, einführen, die niemandem was bringen, aber halt wirklich eine gute Schlagzeile in der Grund, eine gute Schlagzeile höchstens wert sind und es gibt halt Leute, die wirklich glauben und das ist ja auch so ein Problem. Die Leute verstehen keine Zahlen, die Leute verstehen Gefühle, aber keine. Das heißt, du kannst nicht einmal mehr mit Zahlen argumentieren und diese Leute, die da entscheiden oder diese Vorschläge in irgendwelche Fernsehkameras sagen, weil sie vorkommen wollen, tun das auch. Größte sinnlos Beispiel, das jahrelang umgesetzt wurde, war ja dieser Grenzeinsatz im Burgenland, wenn sich wer erinnert. Das ist halt auch schon wieder ein bisschen her. Aber trotzdem war das ja absolut, da wurde objektiv, also nicht objektiv, da wurde gesagt,
nachweisbar gesagt, es geht um das subjektive Sicherheitsgefühl. Genau, der das wurde bedient. Und dann habe mein Lieblings-Satire-Vorschlag war immer, na, dann helfen wir den Griechen, kaufen wir ihnen irgendwelche von ihren U-Booten ab, um sie finanziell zu unterstützen und setzen sie in den Neusiedlersee. Es ist ungefähr das gleiche, die gleiche Maßnahme. Ja? Da kann nämlich auch keiner über die Grenze kommen da. Ja, ich möchte eine strittige These in den Raum werfen, warum die ÖVP das macht. Weil das bitte, ja, das haben wir. Ja. Ich glaube, mit ein großer Grund ist, weil man einfach eine bestimmte Wahlschicht akkumulieren möchte, und zwar einen Großteil der FPÖ-Wähler. Das sind also FPÖ-Rechts anschneiden. Ja. Das versuchen sie aber seit 30 Jahren oder so, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Na gut, aber jetzt können sie wirklich ordentlich zuschlagen. Ja, jetzt ist zeitgleich auch die Story, glaube ich, in der Steiermark, nein, wir müssen Slowenien mit diesem Verfassungspassus, den die ÖVP möchte die Gleichberechtigung der Slowenen als Satz rausstreichen. Na, echt? Ja, richtig. Und das ist jetzt, genau. Das war früher das Monopol der FPÖ, solche Themen aufzubringen. Genau, und da haben sie jetzt. Kann die ÖVP jetzt auch, wir auch. Also, ja. Insofern. Vor allem, es gibt ja auch so diese Theorie, oder vielleicht ist es sogar mehr schon als eine Theorie, dass Politiker gar nicht mehr in der Lage sind, irgendwelche großen Dinge zu entscheiden, weil die wirklich großen Sachen einfach nicht mehr in ihrer Hand liegen. Und da kann man jetzt Konzern, bla bla, wurscht, will ich gar nicht drauf eingehen. Aber dass man halt diese so Symptombekämpfungen macht, das wäre irgendwie so, eigentlich, keine Ahnung, was halt gut klingt. Sollte man, ich weiß nicht, sich die Haare schneiden, aber man hat nur eine Pinzette und kann nur zupfen, und deswegen zupft man. Anstatt dass man sich vielleicht dazu anstrengt, sich einen Haarschneider zu suchen. Das ist es so. Mir fällt jetzt gerade kein besseres Beispiel ein. Aber ihr wisst, was ich meine. Symptome bekommen, was null Wirkung hat, nur weh tut. Macht, ja. Aber ja. Für eine Schlagzeile. Ja, und halt hoffentlich ummünzbar ist in Wählerzuwachs, dass man sagt, ja. Der macht was, der ist ein leibender Kerl. Aber mir kommt doch vor, dass diese Qualität jetzt mittlerweile, also noch einmal anders geworden ist. Ich weiß, das haben wir jetzt oft durchgekommen, Trump beispielsweise, der auch natürlich sehr gefühlsorientierte Politik macht. Oder in England, wo dann auch gezielt, also mir ist dieser Satz so hängen geblieben, ich habe mich halt sehr viel mit dem Brexit beschäftigt, und da gibt es einen englischen konservativen Politiker, den Michael Gove, und der in einer Diskussion, ich glaube, es war der Michael Gove, jetzt mich nicht drauf festnageln, mal gemeint hat, in einer Expertendiskussion, wo die EU-Befürworter halt immer Zahlen gebracht haben und gesagt, Wirtschaftsexperten, prognostizieren und so. Hören Sie auf mit Experten. Die Leute haben die Schnauze voll übersetzt von Experten. Aber schon jahrelang irgendwie. Und das ist jetzt irgendwie so dieser. Ja, Wahlen werden ja auch emotional gewonnen. Und genau, aber diesmal jetzt auch jetzt nicht so unverhohlen. Ja, ja. Wobei, das muss ich jetzt insofern ist das gerade das Brexit-Beispiel ist ein schlechtes Beispiel, weil die Wahl so knapp ausging. Und wenn eine Wahl so knapp ausging, gibt es tausend Erklärungen, warum das nicht. Weil, na gut, das kann man jeder sagt, aber auch sagen, die absolute Mehrheit hatte eigentlich die Hillary Clinton, aber wegen dem Wahlsystem der Amerikaner, it's done. Ja. Es ist egal. Aber ich meine, in dem Moment, aber du weißt, dass wenn du heftig kommunizierst, dass das Ding haben wir im Sack, dass ganz viele Leute nicht hingehen. Und wenn, ich glaube, meine schon, dass kommuniziert wurde, ja, 60-40 gegen, wenn dann 5% nicht hingehen, danke, erledigt. Wie dreht sich's um? Also, ich verstehe, habe das auch gehört, dieses Experten-Ding, und ich meine, natürlich ist es überall. Das ist das Gleiche, was ich vorher gesagt habe. Bei mir, ich habe halt Empirie benutzt und Zahlen benutzt. Ja. Ja. Aber es zieht sich durch. Journalisten sind nicht in der Lage, Zahlen zu kommunizieren. Schreiben auch nur Überschriften tatsächlich, und im Text dann halt bleiben sie auch immer nur an der Oberfläche. Alles, was länger ist, liest keiner, oder lesen wiederum nur die Journalisten und klopfen sich dann gegenseitig auf die Schulter und so weiter und so weiter. Also, wenn wir beim Thema Politik sind, hat jemand von euch Einblick in das Grazer Wahlergebnis? Ich habe es gestern schon mitbekommen. Ja, also irgendwie, wenn ich es richtig kapiert habe, KPÖ zweitstärkste Partei und SPÖ total abgestürzt. Ja, hinter die SPÖ. Die KPÖ war ja vorher schon zweitstärkste Partei, also leicht dazu. Also eigentlich haben sie stagniert, aber was sie bekommen haben, war ein zweiter Regierungssitz. Also auf Kosten der SPÖ. Ja. Das ist die relevante Änderung, weil dass die aber auch pro Porz verteilt wird, und die
ÖVP hat dazu gewonnen, aber niemand, sonst hat sich keiner, sich die Regierungssitze nicht verändert. Die Mandatare haben sich ein bisschen geändert, die Piraten sind raus. Das hatten einen, die NEOS sind rein mit ein oder zwei, das weiß ich jetzt nicht. Also es war einer, ich habe dann das Wahlkartenergebnis gesehen. Die Grünen haben stagniert, die SPÖ hat deutlich verloren, die KPÖ hat quasi auch stagniert, aber auf ihrem hohen Niveau und auf Platz 2 gehalten. Und, aber auch cool, dass die KPÖ dort stärker ist als die FPÖ, wenn ich das richtig kapiert habe. Tatsächlich bewusst sagen Leute, die dort auch auf offener Straße bundesweit wähle ich FPÖ, lokal wähle ich KPÖ. Also die KPÖ holt die Proteststimmen ab und es lag halt an einzelnen Personen, der Kaltenegger hieß er, und jetzt die LKK. Der hat immer einen konsequenten Wohnungsservice gefahren. Und also jetzt ist es ja so, dass das Schlimmste, was der KPÖ passieren kann, ist, dass die ÖVP, die ja trotzdem die dominante Partei ist, sagt, wir machen eine Art Koalition innerhalb dieser Regierung mit der FPÖ und kein offenes Ding und wir nehmen euch euer Lieblingsressort, euer Wohnressort weg. Oder man sagt, man tauscht ihnen etwas ab, weil die KPÖ kriegt ja jetzt ein zweites Regierungsmandat, das heißt, sie müssen ein zweites Ressort kriegen. Und da ist jetzt die Frage, nimmt man ihnen, vielleicht sagt man, das mächtige Wohnungsding nehmen wir euch weg und wir geben euch zwei mittlere. Ja, und wer kriegt dann das Wohnungsding? Und offenbar ist das Wohnungsressort tatsächlich, und wir wissen das auch aus Wien, das ist eigentlich ein sehr relevantes Ressort. Das war früher der Grund, dass du ein Parteibuch gehabt hast. Das ist ein riesiges Problemfeld. Nein, ich meine, der Faymann ist vom Wohnressort in die Regierung gekommen. Die Wohnressorts sind, und das berührt die Menschen auch direkt. Ja, es gibt halt kein Lebensmittelressort, sonst würde das die Leute betreffen. Weil Wohnen ist das Nächste. Dann kommt, Autofahrer. Ja, tatsächlich. Also. Schlimm wird es, wenn die KPÖ dann sowas wie Innenpolitik bekommt, weil dann müssen sie ganz unliebsame Sachen... Ja, aber auf lokaler Ebene ist das. Gibt's ja keine. Ja, in der haben wir Glück gehabt, aber trotzdem. Dennis, Musik. Musik, ja. Soll ich nicht das aufmachen direkt? Während ich drüber reden? Ja. Ich hab's mit durch Zufall. Das ist so Live-Unboxing. Ich weiß nicht, was du aufmachen möchtest, aber. Ich hab's auch nicht ganz. Willst du jetzt eine Schallplatte aufmachen? Na, auspacken einfach. Hattest du eine Schallplatte in Unboxing. Unboxing einer Schallplatte. Nicht filmen und dann Unboxing-Video. Ich kann's auch sein lassen. Nein, ist so spektakulär ist es nicht. Aber was soll drin aus einer Schallplatte? Sind da manchmal Goodies drin? Oder Schoko? Ja, da sind tatsächlich welche dabei. Und zwar ist ein Poster mit dabei. Ah, das ist nett. Ja. Also, die Rede ist von Return to Armadorn von Mike Oldfield. Das ist eine Schallplatte. Das ist eine Schallplatte, Mike Oldfield ist ein berühmter Künstler. Erklär mal für die Hörer, die den Mike Oldfield nicht kennen. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass jemand Mike Oldfield nicht kennt. Shadow on the Wall. Ja, das ist sein berühmtes Lied. Shadow on the Wall, nicht? Bissi. Nichts, okay. Mike Oldfield. Danke, vereint ihn nicht nur ganz. Bekannt seit den 70er Jahren. Okay, ja. Also der Name kommt mir vage bekannt vor. Er hat angefangen mit einem Album namens Tubular Bells. Das ist direkt mal auf Platz 1 in Großbritannien gerutscht. Hat sich sehr gut verkauft. Dann hat er das zweite Album produziert. Das war Armadorn, meines Wissens. Und das war dann auch auf Platz 1. Und dann wurde ihm angeboten, die Filmmusik zu Der Exorzist zur Verfügung zu stellen. Und da hat er dann Tubular Bells genommen, ein bisschen umarrangiert. Und dann wurde die Filmmusik halt... das heißt, wenn man den Exorzist gesehen hat, hat man das schon gehört. Also wer den Exorzisten, den Originalfilm kennt... Der kennt die Musik von Mike Oldfield sowieso automatisch, nämlich Tubular Bells, der Anfangsstück. Das ist so bekannt, das ist und daraufhin hat er etwas erreicht, was bisher, glaube ich, unerreicht ist. Und zwar, er hat es geschafft, ein Album auf Platz 1 zu haben. Dann hat ein anderes Album von ihm Platz 1 erreicht. Und dann hat das sein Vorgängeralbum nochmal Platz 1 erreicht. Das hat wirklich keiner bisher dahin geschafft. Kann auch sein, dass es beim ersten Mal nicht auf Platz 1, sondern nur unter den Top 10 war. Aber diese Platte von ihm, die kennst du schon? Oder? Die ist am 20.01. rausgekommen. Das ist eine neue Platte von einem jetzt schon wahrscheinlich älteren Künstler.
Ja, der Künstler ist schon etwas älter inzwischen, aber eine neue Platte. Er hat immer anfangs Schallplatten rausgebracht. Mhm. Das heißt also, es waren zwei Stücke auf der Schallplatte. Auf der Seite A war ein Stück und auf der Seite B war ein Stück. Nennt man das doch nicht eine Single? Single war es nicht, weil das Stück war über 20 Minuten lang. Ah, okay. Ah. Mhm. Tubular Bells war das erste. Bei Omadon hat er noch hinten On a Horseback dazu getan. Das heißt, da war noch hinten dran was. Dann ein Album, das ich nicht aussprechen kann, Hurtest Rich oder so ähnlich heißt es. Das war auch sofort auf Platz 1 und ziemlich bekannt. Und dann kamen andere Alben und er war bei Virgin, das ist ein Plattenlabel. Ja. Und Virgin war nur durch ihn überhaupt nach oben geschossen. Das heißt also, nur durch Mike Oldfield hat Virgin es nach oben geschafft. Und ja, der wurde zu einem der größten Plattenlabels. Die haben halt gesagt, ja, wir hätten so gerne Single-Auskopplungen bei den Alben, weil die machen nochmal extra Geld. Die Single-Auskopplungen bedeuten aber, dass er auch Einzelstücke haben muss. Das war nicht seins. War nicht so seins, aber er hat es natürlich gemacht. Mhm. Er hat dann Schallplatten rausgebracht, wo auf der einen Seite ein Lied war und auf der anderen halt so 3-Minuten-Stücke. Also sein Markenzeichen war sozusagen das plattenfüllende, lange, episch lange Lied. Ja. Letzte Album, wo das noch so war, ein Lied auf der, zwei Lieder nur auf der ganzen, der ganzen Platte, war Incantations. Und danach sind die Alben ganz anderer Art gewesen, eben kurze Stücke, so 3-Minuten-Stücke. Und dann, hat er aber gesagt, ich möchte aber wieder ein langes Stück produzieren. Mhm. Und er war halt bei Virgin noch unter Vertrag, musste noch 2 Alben produzieren. Und dann hat er sich gedacht, ich habe die Freiheit, ich hasse euch wie die Pest. Ich mache was richtig Fieses und hat ein Album rausgebracht mit nur einem einzigen Stück, das exakt 60 Minuten, meine ich, ist das lang ist, damit er wirklich die Auflagen von einem Album erfüllt. Okay. Ein Stück, wo es unmöglich ist. Also unspielbar, weder im Radio noch Einzelverkauf. Ja. Das Album und das Stück heißt Amarok. Und das ist gut. Bei dir hat es wirklich gemacht? Eigentlich nur vage. Ich wollte eigentlich nicken. Mir kommt Amarok so bekannt vor. Aha. Sagt keinem hier was? Ich kenne es, aber ich habe es nicht gehört. Das Album kennst du? Nein, ich kenne diese Geschichte. Aber ach so, die Geschichte. Und du hast dieses Amarok gehört? Amarok kenne ich, natürlich. Ich kenne jedes Stück von, also nur als kleine Sache, Tubular Bells 2 kam davor heraus und Tubular Bells 3 hat er später auch noch rausgebracht und Amarok sollte es eigentlich nicht werden, sondern es sollte Omadon 2 werden. Aber man merkt, dass sie zusammengehören ein bisschen. Und Amarok ist eines seiner besten Alben, heißt es. Viele sagen, das ist sein bestes Album überhaupt. Und keinem hat es Klick gemacht. Benutzt hier jemand KDE? Also ein Player, ja, es ist ein Musikplayer unter KDE. Genau. Ach, Amarok. Na, endlich. Deshalb kenne ich den Namen. Ja, genau. Und, und dieser Player ist nach dem Album benannt. So, jetzt. Okay. Schön. Ja. Und was ist jetzt mit der Platte? Die hat jetzt lange zwei Stücke oder weißt du noch gar nicht, was drauf ist? Das ist das erste Album überhaupt wieder seit Incantations, das war glaube ich Anfang der 80er Jahre, das zwei Stücke hat, auf der Vorderseite und auf also der Rückseite. Also ist wieder ein echtes von ihm? Könnte man sagen. Viele haben gesagt, ja, wir würden gerne mal wieder diese alten Alben hören, Tubular Bells, Just Switch, Omadon und so weiter. Und da meinte er, ach, die Alben habe ich ja komplett vergessen schon inzwischen. Und so alte Schinken, das hört doch keiner. Und trotzdem ist die Nachfrage vorhanden. Und ja, er hat dann halt jetzt, inzwischen lebt er nicht mehr in Großbritannien, wo er herkam, auf dem Land, sondern in Nassau auf den Bahamas und hat in seinem Studio Zeit genommen und das Album aufgenommen. Ja. Das Meer rauscht.
20 Minuten. die erste Frage, die mir ja ins Gedächtnis geschossen ist, ist, wie schaut es denn aus, wenn man auf ein Konzert von ihm geht? Das ist immer so ein Glücksspiel, welche zwei Lieder er dann abspielt. Das ist ja noch schlimmer als bei Pink Floyd. Ja. Da hörst du wenigstens vier Lieder. Das stimmt. Und die Zugabe ist dann ja auch. Du musst lang klatschen, dass der nochmal rauskommt. Ja, jetzt kommen zwei Dinge. A, diese hat er, er hat keine Konzerte zu diesen langen Stücken. Und B ist, er ist ein menschenscheuer Mensch, das heißt also, er mag nicht so gerne im Publikum stehen, daher gibt es nur sehr wenige Konzerte von ihm. Und da hat er hauptsächlich dann die drei Minutenstücke sozusagen. Wobei von Omadorn und von Tubular Bells gibt es sogar eine Orchestervariante als Album. Und das wurde live gespielt, aber wahrscheinlich war er nicht unbedingt dabei. Ja. Jetzt reden wir schon so lange über Mike Oldfield. Kurz nur, an welche Stilrichtung? Das wollte ich jetzt auch drauf eingehen, genau. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wenn die Fragen zu Ende sind, sollte ich das vielleicht sagen. Ja. Die ersten Alben ist was völlig Neues damals gewesen. Und ich glaube, seitdem gibt es kaum Künstler, die sowas Ähnliches gemacht haben. Es lässt sich nicht so wirklich beschreiben. Aber irgendwann ging es in Richtung, wie nennt man das? Weltmusik? Nee. Also Folk ist auf jeden Fall vorhanden. Enya, sagt das euch das was? Enya, das war doch eine Gruppe oder auch nicht, oder? Oder ist es eine Richtung? Ne? Okay. Nein, das ist eine Frau. Nein. also es ist so, ja, Ambiente-Musik zum Teil. Und ja. Enya, oh ja, ich kann mich erinnern, die hatten doch dieses geile Video auf Viva, mit der Zeit, wo der alte Mann und dann geht alles rückwärts und der wird das Benjamin Button-Video so mäßig. Ein alter Mann unter einem Baum und der wird dann immer jünger irgendwo. Oder geht's vorwärts? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, aber sie hatte auf jeden Fall bei Herr der Ringe. Okay, das mit geht so in die singen. Richtung. Okay, ja. Alles klar. Genau, das ist ja größter Hit gewesen. Davor hatte sie aber auch noch eine Single, die recht bekannt war. Ich weiß auch nicht mehr. Ja, wurscht. Jedenfalls Mike Oldfield hatte halt in diesem Bereich viel, besonders dann mit Songs of a Distant Earth, war dann wirklich ambiente Musik. Der hat sich darauf gestürzt. Und was natürlich bei ihm nie fehlt, ist eine E-Gitarre. Er ist so ein richtiger E-Gitarrentyp und spielt auch ziemlich gut E-Gitarre. Also, wem das gefällt, ist auf jeden Fall etwas. Es ist kein Metal, es ist kein Rock. Rock ist es noch am ehesten. Es ist, und diese neue Platte, die du jetzt gekauft hast, die hast du schon gehört? Oder? Nein, ja, ist ja noch im Original verpackt. Ja, wie geht das, wenn sie noch verpackt ist? Wenn man ein bisschen trickst, kann man schon vorher sowas hören. Also grundsätzlich, wenn ich irgendwas mir überlege zu holen, suche ich es erstmal im Internet, um ehrlich zu sein. Ah, okay, hast du. Und dann Test hören. Richtig, YouTube. Genau. YouTube. Test hören und dann proben. Machen wir mal schöne Produktfahrung mit Dennis. Sagen wir so, ich habe jetzt schon eine recht große Mike Oldfield-Sammlung und die besteht hauptsächlich nur aus den alten Scheiben. Okay. Also ich habe seine Boxed, das ist eine Rarität, das sind vier Alben, seine ersten vier Alben in einem Sammelalbum. Das ist eben diese drei Alben, die ich genannt habe und Collaborations, was mir überhaupt nicht gefällt. Das hat er aber mit jemand anderem zusammen gemacht. Und Surprise, surprise. Ja, richtig, genau. Ja, und die sind natürlich unschlagbar, die fand ich super. Und das habe ich mir jetzt gekauft, obwohl es mir nicht ganz so gut gefällt. Aber es ist auf jeden Fall... Was ist Omadorn? Hat das eine Bedeutung, dieses Wort? Ich weiß es nicht. Da habe ich noch nicht Weil das Wort Dorn verstehe ich, aber Oma, also so wie Oma, aber mit zwei M. Die Oma halt. Oma, die Oma. Zurück zu meiner Oma, die untergeht. Dorn. Dann Dennis, letzte Frage. Song, der Untergang der Oma. Für absolute Mike Oldfields Unbelastete, was empfiehlst du als Einsteiger-Droge sozusagen, um sich in 60-minütigen Musikgenuss reinzuvertiefen? Also womit sollte man anfangen? Viel Freizeit.
Viel Freizeit haben. Also definitiv Tubular Bells. Tubular Bells einmal anfangen, ja, und dann sich weiter. Okay. Und Songs of Distant Earth, falls man lieber dieses Ambiente mag. Und Amarok, wenn man es wirklich ganz chaotisch und da gibt es auch noch eine kleine Geschichte zu. An einer Stelle ist ein Morsecode zu hören. Und dieser Morsecode heißt Fuck You. Und dann der Name von dem Chef von Virgin, dem damaligen. Okay, also hat sich wirklich verausgabt, also alles gemacht. Was eine Anmerkung noch von mir zum Artwork. Ich würde das gerne spielen. Das schaut aus wie Skyrim oder so. Ja, das Artwork schaut extrem cool aus. Mit einem Hirsch an der Leine. Und ein sehr cooles, großes Haus. Ein Mordor-artiges Konstrukt. Oder so ein Cthulhu. Schildkröte und Burgberg. Ja, das könnte sogar sein, stimmt. Ich bin mir nicht sicher. Mike Oldfield hat schon mal ein Album rausgebracht und dazu ein Computerspiel. Das kann durchaus sein. Ich weiß nicht mehr, es heißt so wie das Album und es ist auch mit auf dem Album mit dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht dazu auch ein Computerspiel gab, weil irgend sowas habe ich Oma. Kann ich dieses Wort leider niemals mehr normal aussprechen, ohne an Oma denken zu müssen. Aber ist spannend. Okay, danke Dennis, voll super. Ninad. Genau. Name richtig gesagt. Du hast uns ein Thema mitgebracht. Ja, das habe ich. Möchtest du darüber reden? Traust du dich? Das kann ich gerne machen, ja, weil ich habe auch zu diesem Thema viele, viele Fragen an euch Mitpodcaster. Das wäre uns wichtig. Und zwar, wie ich letzte Woche hier schon angekündigt habe, wollte ich eine neue Folge Bildnachwirkung aufnehmen, zusammen mit dem Juri. Und wir machen das. Bildnachwirkung ist dein Podcast über Filme. Genau. Der derzeit bei Folge wie viel steht? Folge 6, 6 reguläre Folge und 1 Special, wo der Harry mit dabei war. Okay. Was absolut empfehlenswert ist. Natürlich. Ja. Ernie Hudson. Okay, aber Moment, dann hast du eh schon 6 Folgen gedreht. Ja, ja. Ja. Ja, aber nein, ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen. Denn normalerweise schaut unser Aufnahmesetup so aus, dass wir bei einem Freund zu Hause sind, der Hobbymusiker ist. Mhm. Und der hat halt seinen ganzen Aufbau dort mit 2 separaten Mikrofonen. Ja, checkt euch die Technik. Er macht alles für uns. Okay, schneidet. Er schneidet, er mastert, er shownotet. Ich höre ein Aber kommen, ich höre ein Aber kommen. Er ladet hoch, aber... Ach so, okay. Du hast nichts, ja, aber... Aber... ich warte, bis das Prosten zu Ende ist. Warum Prosten eigentlich? So mittendrin. Also, so. Uninspiriert. Er hat seit einer Stunde sein Bier nicht angehört. Ah, okay. Das war ja inspiriert. Okay. Sein Eier war ja auch noch voll. Aber? Aber letzte Woche hatte er keine Zeit. Und so habe ich mich dazu entschieden... Plötzlich hast du alles machen müssen. So habe ich mich dazu entschieden, ich kaufe mir mal ein USB-Mikrofon. Ah, ja, ja, ja. Und habe geschaut, was da auf Amazon gibt, welches sehr gute Rezension bekommen hat. Ich habe ein bisschen gegoogelt, welche Mikrofone benutzen Podcaster denn eigentlich so für die Aufnahme. Habe eins gefunden, habe es angesteckt an meinen Laptop, habe mir Audacity runtergeladen, habe es einmal solo für mich ausprobiert und es hat sich alles sehr gut angehört. Mhm. So, der Juri ist zu mir gekommen am nächsten Tag und es hat überhaupt nichts mehr funktioniert. Egal wie wir das Mikro aufgestellt haben, die Tonspuren waren unendlich leise. Man konnte sie in Audacity nicht lauter schalten. Ja. Selbst bei der Nachbearbeitung konnte man sie nicht mehr lauter machen. Was war das für ein Mikrofon? Erste Frage. Es war ein USB Studio Kondensator Mikrofon, heißen die so? Kondensator gibt es ja. Kondensator, ja. Mit einer Nierencharakteristik. Das so ausschaut wie ich nenne sie mal Elvis-Mikrofone. Also so richtig so ein... Genau. Mit ist es zufällig ein Meteor mit 3 Beinen, die man einklappen kann? Genau. Das habe ich auch. Ja. Deswegen erzähl weiter. Es hat was nicht funktioniert, es war leise. Es war enorm leise. Und du hast im Audacity nichts verstellt? Weil im Audacity gibt es einen eigenen Mikrofonlautstärkenregler. Ich weiß. Ich habe Audacity, so wie es angekommen ist, habe ich es ausprobiert mit dem Mikrofon. Und für mich alleine, als ich hineingesprochen habe mit dem Mikro, hat sich das alles pipifein angehört, ja, von der Lautstärke her. Aber du hast auch deine Sitzposition nicht gravierend verändert. Nein. Also nicht, dass du jetzt direkt hineingesprochen hast. Nein, es war so,
ja, Pi mal Daumen, 1,5 Meter von mir so schräg seitlich entfernt. Also ich habe jetzt auch nicht direkt hineingesprochen. Ne? Also ich habe auf den Bildschirm geschaut, um zu sehen, wie ist denn der Pegelwert. Ja, aber das Ding geht 180, also nicht ganz 180 Grad sollte es. Also ich habe das ja bis vor kurzem auch verwendet, für auch zu zweit, zu dritt. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Also okay, Lautstärke ist tatsächlich... ohne jetzt zu wissen, was du im Audacity eingestellt hattest, ob du was... Gar nicht. So wie ich Audacity runtergeladen habe, mit allen Voreinstellungen, so habe ich es belassen. Mhm. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin zu dumm für dieses Programm, glaube ich einfach. Na. Ich habe mir YouTube-Videos angeschaut, ich habe mir Descriptions durchgeschaut, ich habe mir die Hilfe durchgeschaut. Ich komme damit... Genau das ist es. Genau das ist es. Ja. Aber und du bist jetzt sicher, das liegt an Audacity und oder ich weiß es eben Mikro nicht. Ich weiß es eben nicht. Oder vielleicht hat dein Kollege einfach ein Mikrofonstörfeld, so wie eine Aura. Naja, bei unseren anderen Aufnahmen funktioniert es ja. Hm. Ja? Und du glaubst auch nicht, dass dein Computer dir einen Streich gespielt hat durch irgendwie sich seltsam updaten oder... Also das glaube ich nicht. Also mit diesem Pegel, das zu leise ist, kann eigentlich ja nur Audacity oder Pegel am Mikrofon selber... Das Mikrofon hat keine... Es hat zwar einen Lautstärkeregler, der ist aber für die Ausgabe, weil es auch einen Jack hat. Also kann es eigentlich nur... Es kann nicht am Mikrofon liegen. Also, und vielleicht das ganz trivial, dass das Stift halt da nicht gescheit in der Buchse gesessen ist und irgendwie wackelt. Habe ich alles schon... Ja, was soll das bei USB überhaupt nicht Kontakt? Weil bei XLR okay, aber... Ja. Und außerdem, was wir auch gemacht haben, wir haben wirklich variiert mit verschiedenen Sitzpositionen, mit Nähe zum Mikro, Winkel, in die wir in das Mikro hineingesprochen haben. Und es war teilweise so, dass man immer einen von uns beiden ganz gut verstanden hat, den anderen aber gar nicht mehr. Obwohl alles auf einer Spur ist. Das ist eben das, was ich meine. Wir nehmen nur mit einer Spur auf. Also gut, Stereo, zwei Spuren, klar, aber sie sind gleich. Hast du, wie er dann nicht mehr da war, noch einmal einen Nachtest nur mit dir selber gemacht und hat alles wieder super funktioniert? Ja, aber ja, Aura. Moment, ja. Ich habe es dann sein lassen, gesagt, wurscht, weil zwei Tage später war der Freund wieder... verfügbar, der war wieder in Wien. Der Techniker, haben wir, der genau, ja. Genau, haben wir gesagt, gut, wurscht, gehen wir halt am Freitag zu ihm. Ruft dann eine halbe Stunde vorher an und sagt, tut mir leid, das wird nichts, ich bin Onkel geworden, meine Schwester hat ein Kind bekommen. Ja. Blöd. Ne? Ja, das ist echt blöd. Schön. Was fällt dir ein? Schön blöd. Ja. Ja, und ich habe mir gedacht, gut, egal, ich werde es nochmal bei mir zu Hause ausprobieren, habe mir zwei Stühle hingestellt, habe mal von einer Seite ins Mikro reingeredet, den Stuhl gewechselt, von der anderen Seite ins Mikro reingeredet, hat auch super funktioniert. Ich rufe den Juri zu mir, wir reden 3 Minuten lang, alles pipifein, ja, und plötzlich hört man beide nicht mehr, also wirklich überhaupt nicht mehr. Es ist kein Ausschlag mehr zu sehen. Das heißt, deine Aura ist nicht konstant. Das liegt definitiv am Juri. Ja, Juri ist die einzige Sache, die sich da geändert hat. Ja, es ist unglaublich. Ich meine, was ich mir vielleicht gedacht habe, weil in dem Raum, in dem ich aufgenommen habe, das ist ein ziemlich länglicher Raum, also der ist so knapp 8 Meter lang, aber nur so 2,5 Meter breit. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist es so vom Raumschall, dass sich das so ausbreitet, dass ins Mikro nicht mehr hineingeht. Das Einzige, was die Distanz... Von dir zum Mikro und der Winkel von dir zum Mikro. Und bei dem ist es so, du siehst diese 180 Grad. Ja. Wenn du in diesen 180 Grad drin sitzt, wobei ich würde sagen 140 Grad in der Mitte, wenn du da sitzt, das ist perfekt. Wenn du auf der anderen Seite sitzt, musst du sehr laut reden, weil der Schall dann quasi herum muss. Mhm. Also der Ton. Mhm. Aber prinzipiell sollte es funktionieren. Und ich habe das... jahrelang zum Podcasten benutzt und ich bin erst vor kurzem, habe ich mir das neue Setup gegönnt und ich habe keine Ahnung, was das Problem ist, außer Einstellungen in Audacity und jetzt sage ich mal, du bist auf einer Taste angekommen, die irgendwas in Audacity geregelt, weil alles in Audacity hat auch eine Tastenkombination. Habe ich schon gemacht. Skype mal damit, wenn ihr das nächste Mal aufnehmt, ruft es mich an und du rufst mich über das Handy an. Das wäre so eine Möglichkeit. Okay. Und wir können es ja ausprobieren. Das Handy, das Mikrofon, als Skype vor. Donnerstag werde ich nämlich auch aufnehmen mit genau diesem Mikro. Okay. Und da werde ich auch nicht alleine sein. Und falls es da wiederum nicht funktionieren sollte, kann ich dich gerne per Skype anrufen mit dem Mikro. Ja, und dann lass du mich bei TeamViewer mal kurz schauen, was bei der Audacity eingestellt ist. Gerne, gerne, weil ich war wirklich ratlos. Ich habe nicht mehr gewusst, was soll ich denn machen. Ja? Ich meine, der Juri, was jetzt nochmal blöd war, der Juri ist am nächsten Tag ins nasskalte England geflogen, um die nächsten 2 Wochen lang um 14 Uhr oder um 16 Uhr Tea Time zu haben.
Er kann dort nichts aufnehmen, das heißt, ne, musst du schauen, dass ich irgendwie ein paar Gäste organisiere. Ich würde tatsächlich vermuten. Es ist fürchterlich. Was ich jetzt nochmal gemacht habe, ist, dass ich mir am Montag noch ein zweites Mikro geholt habe, ein anderes Mikro, dass ich das mal anstecke und schaue, ob es damit funktioniert. Wenn nicht, dann ist es 100% irgendwas bei Audacity. Oh, der war ein Mikro. Ja, aber das beide Mikros. Du hast das nicht, wenn du mir das früher gesagt hättest, hättest du meins haben können, hätten wir tauschen können, du hättest meins ausprobieren können, ich hätte deins ausprobieren können. Oder vielleicht nächste Woche, dass wir austauschen. Dass du mit deinem Mikro zu einem anderen Computer mit einem anderen Audacity gehst, ne? Und dann ist ziemlich eindeutig so. Hast du einen zweiten Computer? Ich habe zwei Laptops. Ich habe es aber nur an einem Laptop benutzt. Okay, dann probier es mal am anderen. Audacity läuft ja auf allen Betriebssystemen, insofern geht das ja wirklich über. Ja, ich habe sowieso nur. Nein. Okay, Windows 7 und Windows 10. Also. Ja, nein, aber das sollte jetzt eigentlich nichts mit dem Mikrofon zu tun haben. Ja, ist eh klar. Ich benutze das Mikrofon auch 7 und 10. Also bei mir, ich kann auch sagen, dass es in beiden dezidiert funktioniert. Okay. Gibt es erfreuliche Beat-Nachwirkungsberichte? Stehen vor deiner Schlange, vor deiner Tür die Fans-Schlange mit Pullovern und Werbegeschenken und Weihrauch und Myrrhe? Ja, natürlich. Ich muss mich durchkämpfen durch eine Schlange an kreischenden Groupies, um hier hineinzukommen. Also weg, Pöbel. im Prinzip dasselbe wie bei dir. Ich möchte Feedback haben. Und ja, was bitte, danach, das sind süchtig. Was hast du für Feedback-Schleichung gemacht? Hast du einen Feedback-Aufruf gemacht oder Zuckerln versprochen? Was wir machen, ist eben ein Feedback-Aufruf nach jeder Folge. Wir betteln förmlich darum. Mhm. Wir möchten auch, dass wir sind ein Themenpodcast und wir sagen auch immer, bitte, liebe Hörer, wenn euch was interessiert, wenn ihr ein Thema haben wollt, schlagt was vor. Vielleicht können wir da schon eine Folge drumherum machen. Wir haben zwar Feedback bekommen, aber alles so nach der ersten Folge eigentlich und nach wurde es ziemlich still. Vielleicht sind die Menschen einfach nur schreiben. Zeitmaschine zurück. Wann haben wir eigentlich jemals das erste Feedback bekommen? Kannst du dich erinnern? Ich glaube, vor Folge 100 haben wir nicht viel gekriegt, oder? Es hat es auf jeden Fall gebraucht, aber es ist ja prinzipiell ja folgenweise einfach gar kein Feedback. Es ist ja auch dann. Ich habe mit anderen Podcasts auch bei Meetup und so geredet. Feedback, das ist doch durchaus, was man seine Community, glaube ich, dann auch irgendwie hinmotivieren oder auch mal sagen, bitte, also, keine Ahnung. Ich stelle hier die gewagte These auf, dass in einer Zeit, wo jeder Sender sein kann und nicht mehr Empfänger, werden die reinen Podcast-Hörer immer gefragt, die wirklich noch sich dann das Gequassel anhören und aktiv Feedback geben. Ja, ich kann es verstehen, weil ich höre ja auch sehr viele Podcasts und ich gebe eigentlich nie wirklich. Also du bist einfach ein stiller Hörer. Ich bin Konsument, ganz einfach. Ja, ich tue mir da einfach ehrlich gesagt auch nicht die Mühe, auch wenn ich den Podcast sehr gerne mag, dass ich sage, ihr seid super toll. Einfach mal natürlich. Ich habe letztens auch einen Podcast, der jetzt in Folge 79 oder so ist, und der eine erwähnt eine Studie, und dann habe ich ihn angetwittert, ich folge den Leuten nicht einmal auf Twitter, und dann habe ich ihn angetwittert, kannst du mir sagen, welche Studie das war, die du da erwähnt hast? Aber eigentlich habe ich eiskalt nur die Frage gestellt und nachher habe ich dann danke und finde euren Podcast leibend, also auf Englisch halt. Wie, das hat er bei deinem Podcast? Nein, das habe ich ihm dann im Tweet, nachdem er die Studie geschickt hat, habe ich dann gesagt, hey, danke und ich mag euren Podcast leibend. Und offenbar damit bekommen, dass jemand Folge 79 noch hört, also insofern. Aber ja, es ist, die Leute sind Schweiger das ist aber, Leute melden sich, also ich meine, das ist gut erforscht, Leute melden sich, wenn sie sich beschweren, mehr als wenn sie was loben wollen. Ja. Leute, so übrigens auch im Geschäftsleben so. Klar, weiß man auch im Marketing, Wissenschaft. Beim ORF ist es das Gleiche, der ORF hat teilweise bis zu 1 Million Zuschauer und natürlich sind bei 1 Million Zuschauer vielleicht 1000 Briefe oder E-Mails, also früher tatsächlich noch Briefe, aber ja, es ist trotzdem ein Promille. Ja? Und wenn hier ein Promille sich melden würde, wäre es halt auch nur einer. Ja? Und der kommt sich vielleicht oder sage ich jetzt mal, oder in einem durchschnittlichen Podcast.
Nein, das geht sich nicht aus. In einem, okay, alle unser Podcast zusammen. Hat sie auch einen Rechenschieber hier? Leider zu Hause gelassen. Ja. Also ich meine, wer einen Rücklauf in Prozent tatsächlich schon messen kann, der hat ja wirklich einen Riesenerfolg. Ja, das heißt, ich habe mir das immer so gedacht, auch dass es vielleicht deswegen so ist, weil wir zwar Social-Media-Kanäle haben, aber die sehr vernachlässigen, außer zu sagen, neue Folge draußen, machen wir da eigentlich nichts. Ja. Also das ist eher dann, also ja. mein persönlichen Twitter-Feed haue ich dann immer alles raus und rede mit den Leuten. Aber und, über den vom Podcast eben nicht. Ja. Ich habe ja diese Facebook-Seite aufgemacht jetzt und auf der Facebook-Seite teile ich schon auch die Podcasts und die paar Artikel, die ich jetzt auch zusätzlich zu dem Podcast noch schreibe, auf Bruttofilm als Produkt. Aber du likest keine Katzenfotos. Ich teile ganz viele Film-News zum österreichischen Film. Doch. Ich mache halt komplette super nationalistische Filmseite da und hol mir halt ein paar Likes ab und sehr viele von den Likes sind tatsächlich mein engerer Bekanntenkreis, aber hin und wieder und was ich auch regelmäßig mache ist, ich sage einen Film und verlinke dann über Facebook direkt Regie, Hauptdarsteller, all diese Dinge. Das heißt, ich weiß, dass es bei denen aufpoppt. Zumindest einmal und das beim nächsten Film oder beim nächsten Ding ist es wieder. Und irgendwann bist du eventuell melden sie sich. Letztens sein Dokumentarfilm von Variety in den USA läuft der gerade, wurde besprochen. Und ich schreibe immer, wenn etwas in guten amerikanischen Medien ist, poste ich das immer, weil ich das toll finde, so Außensicht auf den österreichischen Film. Hey, da, Außensicht, österreichischer Film. Und er postet drunter noch, hey, 2-3 Artikel, und so, wer übrigens interessiert ist am Thema, das und das. Also tatsächlich hat der Regisseur mal wirklich was. Und ich habe ihn aber auch verlinkt und auf Twitter bin ich ihm gefolgt. Also ich suche die Leute immer auf Twitter. Und was ich auch tue, ich tue den Leuten folgen, beziehungsweise deren Seiten liken als Seite. Ja, ja. Das heißt, du investierst echt Zeit in deine Social Media Präsenz. Ich investiere 15 Minuten pro Tag in das. Und wie gesagt, ich habe diese ganzen Google Alerts und so weiter und kriege all diese Nachrichten weltweit mit, was passiert, sehe das, poste das und verlinke die Leute. Und das mache ich auf Twitter unter meinem eigenen Namen und auf Facebook als Name von der Seite. Und das hilft. Also ich habe jetzt tatsächlich, meine 150 Follower ist noch nicht besonders viel auf Facebook, aber dafür, dass ich das erst 3 Wochen oder seit Jahresanfang eigentlich mache, ist es okay. Und ich meine, natürlich sind davon auch viele Freunde, aber ich sehe dann, jeden Tag kommen 2-3 Leute dazu und es wird exponentiell steigen. Und hätte ich das nicht damals aus Frust alles gelassen und hingeschmissen und die Seite gelöscht, damals hatte ich schon die 400, also dann wäre ich jetzt bei vielleicht 1000 oder so. Niemand verzieht, kontinuierlich gut arbeiten. Kontinuierlich und Zeit. Und Frust einstecken. Und 6 Folgen ist echt nichts noch eigentlich. Von selber überzeugt sein, dass das gut ist, was du machst. Ja. Ja, doch, ja. Ich überlege gerade, ich habe auch in meiner gesamten Hörerbiografie 2-mal Feedback geschrieben. Und 2-mal musikalisches. Einmal dafür, dass wir hier mal betteln einen, Feedback. Zu dem Taktiker. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Podcast geheißen hat. Das war, glaube ich, ein bayerischer Podcaster, der über deutschsprachigen Hip-Hop gepodcastet hat. Dem habe ich mal einen Themenvorschlag gemacht. Und witzigerweise vor 1-2 Wochen habe ich mal den Happy Day Podcast, wo der Roman gemacht hat, zu Besuch. Hast du geschrieben, Den habe ich auch geschrieben. Auch ein musikalisches Feedback. Ich habe immer, glaube ich, anscheinend im Hip-Hop-Bezug. Man muss dazu sagen, du bist ja wirklich intensiver Hörer. Du hast ja großen und breiten Podcast Konsum. Ja, richtig. Und trotzdem schreibst du recht wenig. Ja, was ich sagen muss bei den Feedbacks, ich habe ein einziges Mal ein Feedback geschrieben zu einem Filmpodcast, den ich höre, und das ist eigentlich gar nicht so dumm, dass sie das gemacht haben. Sie haben nämlich eine Folge gemacht, wo sie nur Hörerfragen beantworten. Und es ist dann, wenn man eine bestimmte Stammhörerschaft hat, eine relativ große, kommen dann sicher einige Fragen hinein, weil man sich als Hörer nach einem Jahr, nach 1,5, 2 Jahren, sich auch irgendwie identifiziert mit dem, was man hört, mit der Person, die dahinter steht. Natürlich möchte man da auch Fragen beantwortet bekommen. Und da am Ende schreibt man schon automatisch noch so 2-3 Zeiler dazu, wo ein bisschen Feedback noch mit dabei ist. Ein Beispiel für eine sehr gut funktionierende Community, ich war jetzt seit Jahren nicht mehr auf Foren und habe mich mit diesem Medium überhaupt nicht mehr auseinandergesetzt. Aber ich habe, das habe ich noch gar nicht erzählt, aber ich habe mal jetzt eine Einzelepisode mit Michael Furtenbach vom Schock 2 Podcast aufgenommen und der hat gleich irgendwie so im Vorfeld gemeint, du melde dich doch im Forum an und schau mal, weil da wird Feedback kommen und so. Und siehe da das sind die Schock 2 Foren. Aber die sind auch wirklich gewachsen über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Ja, weil Michael das ist ja eigentlich auch das, was von seiner Papierzeitschrift
hat er ja da rein gerettet ins Internet. Ne? Und das merkt man auch. Ich meine, es sind wirklich interessante Topics und er hat das auch, diese ich weiß nicht, was für eine Software er da verwendet, aber das Forum-Software ist sehr modern und slick und hält dich auch bei der Kantare, aber nervt dich nicht. So einmal in der Woche kommt eine Zusammenfassung, da sind so ein paar die richtigen Threads drin und so. Und ja, ich muss sagen, ja, ganz so Schleimtag aus oder so, aber trotzdem, die Community ist halt wirklich sehr nett und konstruktiv. Das ist so das, was mir aufgefallen ist. Also vielleicht, wenn man ein Forum hat und da die Leute doch ranführt, dass sie einen Anlaufpunkt haben und nicht so jetzt auf 1000 Hochzeiten, ich bin da auf Facebook und ich bin da auf Twitter, das ist alles unverbindlich oder so, sondern schon auch so eine Art Gemeinschaft schafft. Wobei natürlich die gewachsen ist in einer Zeit von vor Facebook und vor Twitter. Ne? Genau. Ja. Also das darf man nicht unterschätzen, dass der da quasi einen Startvorteil hatte, von dem er heute zehrt, und das bin ich mir jetzt auch nicht neidig. Also ich glaube, dass jeder eine gute Idee hat und damit rausgeht, dass der das fast machen muss. Also speziell, wenn man das will. Natürlich kann man einfach sagen, ich sende nur. Send only, ja. Aber ich glaube, wenn es wirklich darum geht und du hast keinerlei Payoff, wenn dein Ego gar nicht so ist, dass du auf das gar nicht haben willst, dann wirst du gar nicht podcasten, glaube ich. Also da wollen wir gleich ehrlich sein, es geht hier schon darum, man kann sich auch gern streiten, also es muss ja nicht alles, wir müssen ja nicht immer kuscheln. Ja, aber und deswegen. Zwei kleine Meldungen zum Thema Feedback. Eine Serie, die das meiner Meinung nach sehr gut macht, ist The Great War. Die schaue ich sehr gerne über den Ersten Weltkrieg, wo so immer von genau, was vor 100 Jahren passiert ist, zusammengefasst wird. Nein, ist ein YouTube-Kanal, Nigel Fidel heißt er, glaube ich, also professionell gemacht. Und die haben ein sehr schönes, also sie machen ihre Serien, was genau vor einer Woche, vor 100 Jahren weltweit passiert ist. Also so eine Kriegsberichterstattung 100 Jahre danach. Und dann haben sie manchmal so Specials über spezielle Generäle oder Länder. Und was sie aber auch machen, heißt das der Chair of Wisdom. Und da beantworten sie dann Hörerfragen aus diversen Foren, also aus Facebook, Reddit und Twitter. Das wird vorgelesen, die Frage. Und der Moderator selbst wird dann halt direkt sozusagen versuchen, das zu beantworten. Und das, denke ich mal, ist natürlich auch für einen Feedbackschreiber sehr cool, wenn er dann von seinem Lieblings YouTube-Star sozusagen direkt das beantwortet. Ja, das wollte mit diesen Hörerfragen beantworten, das partizipative Element. Und das ist aber halt auch aufwendig produziert, das kostet ja alles Zeit und so. Ja, wobei auch bei YouTube ist es halt mit dem Feedback, glaube ich, nicht so eine Hürde wie bei dem Ding, weil da hast du unter dem Video gleich irgendwie so die Infrastruktur oder mal was schnell einkaufen kann. Ich glaube, die Überwindungshürde ist auch das. Gibt es übrigens auch beim Bierdacher Podcast, direkt unter dem Podcast. Ja, das hört sich aber jeder über so einen Podcatcher oder sonst was an. Ja, da ist natürlich schwierig. Und da ist es diese Studie, die ich vorher erwähnt habe, die mir der Typ geschickt hat, das war eine Studie über Podcast-Konsum in den USA. Und unter anderem steht da drin, dass die meisten Leute direkt auf den Player klicken. Das ist das absolute meiste, weit über ein Drittel, wenn nicht sogar die Hälfte. Ich nagel es mir jetzt nicht fest, aber auf jeden Fall ein großer Teil. Zweites ist tatsächlich selber downloaden vom Player. Und das dritte ist erst Podcatcher. Das bringt schon die Webseite direkt am Player. Dem Player dort, dass viele Leute das wirklich direkt hören. Ja. Er hat mir eine alte geschickt. Also er hat mir wirklich nur so einen Artikel geschickt und ich habe dann selber noch recherchiert. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie aktuell es ist, von 2014 oder so. Und es ist natürlich USA, aber trotzdem würde ich behaupten, dass die konservativeren User in Österreich vielleicht sogar noch mehr so sind. Dass die Zahlen sogar noch größer sind. Auf jeden Fall. Und was ich sagen wollte, oder euch fragen wollte, wenn du 10 Podcasts hörst, oder 3 eine Folge, was passiert, du klickst weiter zur nächsten Folge. Selbst wenn du eine lustige Idee hattest oder eine Idee, wo du gerne Einspruch erheben möchtest oder was ergänzen möchtest oder was korrigieren möchtest, du vergisst es, weil du einfach weiterklickst zur nächsten Folge, oder? Mhm. Also, und das ist dann vielleicht sogar ein komplett anderer Podcast mit einem komplett anderen Thema, mit einem komplett anderen Host, komplett anderes Set, Mindset einfach. Und was davor war, ist vergessen. Und es ist Stream. Es ist wieder ein Stream, der weg ist, der nicht passiert ist. Und da muss man versuchen, wenn man da jemanden reizen kann, Feedback zu kriegen, wundert es mich auch nicht, dass die Leute nur anspringen, wenn du etwas super Brutales sagst und sie dich unbedingt zurechtweisen wollen, sage ich einmal.
Weiß ich nicht, aber... Das erklärt auch, weshalb Videos besser funktionieren, weil da schaust du auch hin. Das heißt, anschließend hast du sogar die Möglichkeit, du schaust hin. Das wissen wir, aber dass Podcasts ein Nebenbei-Medium sind, das wissen wir, ja. Das ist auch... Lass mir meinen zweiten Punkt noch fertig anbringen, nämlich auch eine Biertaucherin, nämlich die Jana. Sie schreibt ja ihren Zuckerbäckerei-Blog, den ich in meinem RSS-Feed drinnen habe, und ich lese ihn. Und ich finde, was sie wirklich sehr, sehr schön macht, ist, sie macht immer ihre Linkliste, also empfehlenswerte Webseiten. Einmal pro Woche, glaube ich. Ja, und macht sie wirklich, und ganz tolle Sachen, also die auch sonst nicht auf meinem Radar sind, wo ich dann wirklich dankbar bin, dass sie das jetzt für mich zusammenfasst als Leseempfehlung. Kann ich nur sehr empfehlen, die Jana in den RSS-Feed hinein. Genau. Und ihren Podcast, die Lieblingsplätzchen, nicht zu vergessen. Ja, wobei, so, geht da was weiter? Ich habe mal schon länger keine Folge. Aber sie macht, also sie macht, glaube ich, ihren Blog regelmäßiger als ihren Podcast. Also das auf jeden Fall, weil sie hat ja dann Rezepte. Und, ja, Rezepte und so, das lese ich immer drüber. Und dann die Links, musst du super. Bedenken, jetzt bei dem Wetter irgendwo draußen an den Lieblingsplätzen mal umzugehen, ist nicht sehr einladend. Ja, aber ich meine, da findet man ein cooles Lieblingslokal halt. Mein Gott. Lieblingscafé, Konditorei, warum nicht? Also wenn sie mich irgendwann mal einladen würde, würde ich auch wahrscheinlich im strömenden Regen irgendwas suchen. Das Angebot. Kann ich selber quasseln? Ich habe ein Thema. Ja, ich habe ein Quasselbedürfnis gerade, nämlich zum Thema Lokale. Ich bin jetzt demnächst 47 und ich war zum ersten Mal in meinem Leben auf einer Ü30-Party im Volksgarten. Da bist du noch reingekommen. Ja. Naja, ich habe mich extra älter geschminkt, dass sie mich reinlassen haben. Naja. Und ich war da noch nicht drin und war halt recht lustig. Mit einem Kollegen bin ich hingegangen und ich war das letzte Mal im Volksgarten, das ist so ein Tanzlokal in Wien im Volksgarten. Und da war ich das letzte Mal wahrscheinlich so kurz nach der Matura. Ja. Und seitdem nie mehr. Hab's auch nicht vermisst. So lange schon? Ja. Das gibt's seit Ewigkeiten. Lange, Und jetzt war halt wirklich eher über 30-Jährige drin. Das heißt, es gab eine eigene Kaste von Leuten, die zu jung ausgeschaut hat. Da hast du automatisch gewusst, dass entweder ein Barkeeper oder einer, der an der Garderobe arbeitet oder an der Security. Also es war so ein bisschen Generationismus. So die Jungen haben so die Alten bedient irgendwie. Ja, weil einfach keine Jungen dran waren, die Gäste daran. Und sonst kann ich nur sagen, das war sehr lustig eigentlich für mich als Besucher jetzt, weil es waren glaube ich bis zu 3 Tanzflächen, es war halt keine im Freien, aber man hat genug Musik gehabt, auch ein bisschen verschiedene Musikrichtungen. Und es war eine von den Tanzflächen war verraucht, also die Raucher waren so in eine Art Hinterkammer gesperrt, haben zwar eine Bar gehabt und Musik, aber die großen, stark besuchten Tanzflächen waren rauchfrei, was ich sehr toll gefunden habe. Und für mich das Lustigste war eigentlich, dass wir, ich war um 7, glaube ich, schon dort oder um 8 und da war die Tanzfläche schon gesteckt voll und da ist auch voll abgegangen und sehr viele Frauen und die haben doch nichts auslassen und voll herumgetanzt. Und meine Vermutung ist einfach nur, ich war noch so gewohnt, dass man um 10 weggeht am Samstag und bis 12 traut sich keiner tanzen und dann um 1 ist plötzlich gesteckt voll und um 2 müssen es dann schon langsam heimgehen, die Leute. Also das war so, wie ich es von früher in Erinnerung gehabt habe. Kräfte einteilen. Taktik ist alles. Ja, ja. Und da habe ich eher so das Gefühl gehabt, das sind halt doch jetzt schon Leute, die schon im Beruf und im Leben stehen und vielleicht zu Hause Kinder haben und die haben jetzt nicht Zeit bis 12 warten. Die haben jetzt um 7, haben sie es bis 11 vielleicht frei und da wollen sie jetzt viel erleben, weil nachher müssen sie zu Hause zum blärenden Kind oder zum nervigen Ex-Mann oder sonst irgendwas. Ja. Das war für mich sehr praktisch. Also instant gute Stimmung. Kann dir auch zugeben, deinem Experiment. Ja. Und sonst, das ist aber rein super objektiver Eindruck, dass wirklich viel, sehr viel Frauen auf der Tanzfläche waren. Überhaupt, also das Verhältnis fast sogar ein bisschen mehr Frauen als Männer war. Okay. Was ich nicht gewohnt war von damals, wie ich halt als junger Bub weggegangen bin. Da habe ich immer so subjektiv das Gefühl gehabt, es gibt zu viele Männer, zu viele junge Männer, zu viel Testosteron in der Luft. Ist mir alles nicht abgegangen. Also, ich war sehr angenehm überrascht. Das ist einmal im Monat, immer jeden ersten Donnerstag im Monat. Hat er gefallen? Okay. Mir hat es eigentlich gefallen, obwohl ich jetzt die Musik nicht meins war. Hammers, Donnerstag, Freitag müssen die Leute arbeiten. Ja, deshalb wahrscheinlich auch. Also Samstags ist schon wieder ganz anders. Ja, da dürfen die Jungen hingehen. Wahrscheinlich mehr Geld aus. Ne? Ich war schon ewig nicht mehr im Volksgarten, obwohl es stinkt nicht. Im Sommer war ich, glaube ich, einmal dort. Das ist ja auch im Garten, nämlich. Der Garten ist auch sehr schön. Der Garten ist schön. Da haben sie auch immer so diese Smoker angeworfen, kann man noch abmessen. Das ist ganz nett. Ich glaube schon ewig nicht mehr. Also so viel zum Thema schöner Leben. Okay. Im Club.
Ja, dort, wo die ganz alten Menschen hingehen, Bälle, da sind die Danke. Ja auch. Ja, bitte, ich muss es gibt ja. junge Leute auch, die auf Bälle gehen. Ja, ja, das ist nur eine Provokation, in der Hoffnung, anschließend schreibt jemand was Fieses. ja, die Bälle sind ja auch erst ab so 10. Ich war noch nie auf dem Ball, aber das ist das, was ich gehört habe. Der Ball fängt normal um zwischen 8 und 9 an, wird dann eröffnet, das ist die Eröffnung, meistens so um 9 und um 8 und dann gibt es die Mitternachtseinlage. Das ist also das Fixpunkt auf jeden Ball. Aha. Meine Freundin erzählt immer so, ab 10 wird es eröffnet oder sowas. Kann natürlich sein, wenn es größer ist, das ist ein bisschen später dort. Vom Club in den Film vielleicht langsam? Ja, gerne. Ich habe mir gestern angeschaut, ganz frisch sozusagen, Verborgene Schönheit. Oder auf der Originaltitel ist Collateral Damage. Warum ich... Hä? Das ist nicht Collateral Damage, Collateral Duty natürlich. Collateral Duty. Aber es war so, meine Synapsen hat die falsche Abzweigung genommen bei diesem Filmtitel, ja. Also Collateral ist der Film mit Tom Cruise. Collateral Damage ist das allgemeine Wort. Okay. Aber. Und dann. Noch ein Film. Genau. Es ist möglich, aber der wirklich bekannte ist Collateral Beauty. Ja, ich habe mir den Film nicht ausgesehen. Ich bin mit zwei Ex-Arbeitskollegen ins Kino gegangen und das wurde schon mit. Aber ich war sehr dankbar, war nicht auf meinem Radar. Und ich schaue mir ja immer gerne neue Sachen an, von denen ich nichts gehört habe. Ist ein amerikanischer Film, ist 2016 schon erschienen. Jetzt bei uns in den Kinos, hat man insofern gemerkt, weil es ein weihnachtlicher Film ist, war für mich auch ganz schön so in Post-Weihnachtsstimmung. Ja, Kritiken gewundert, kann ich mich erinnern. Ja. Jetzt ja, noch ein bisschen Weihnachtsstimmung und ist eben sehr mit bekannten Namen besetzt, darunter eben Will Smith in der Hauptrolle, Edward Norton, Keira Knightley, Michael Peña, und die Helen Mirren und die Kate Winslet spielen auch mit. Und vorweggeschickt vielleicht zum Genre, wenn das ein Genre ist, so vage, es ist ein amerikanisches Drama, / Gefühlsfilm, kann man so beschreiben. Die Handlung, kurz um die Prämisse anzureißen, ist vielleicht gar nicht uninteressant. Es geht um den Will Smith, der spielt einen sehr erfolgreichen Werbemann, der zusammen mit seinen Freunden eine Werbeagentur hat, nämlich eben mit der Kate Winslet, dem Michael Peña und dem Edward Norton. Und am Anfang sieht man ihn so sehr engagiert, reden über die wichtigsten Variablen des Lebens. In der Werbung muss man den Menschen ansprechen, was bewegt den Menschen. Die Gemeinsamkeiten sind der Tod, die Liebe und die Zeit. Ja? Und dann kommt krasser Cut gleich am Anfang. Man sieht ihn als schon deutlich gealtert, mit unglücklichem Gesichtsausdruck. Er baut an einem riesig großen Domino-Konstrukt, baut den Stein um und geht aus der Agentur raus. Ja, also es dürfte was Schlimmes passiert sein. Es kommt auch in weiterer Folge raus. Seine Tochter ist gestorben und seitdem funktioniert sein Arbeitsleben nicht. Da machen sich seine Kollegen große Sorgen, weil ihnen geht es langsam irgendwie an den Karrieregrad. Also sie wollen die Agentur nicht verlieren und engagieren deswegen eine Privatdetektivin, die mal nachforschen soll. Was mit ihm los ist. Oder? Genau, also sie wissen ja, was mit ihm los ist, aber sie wollten Anhaltspunkte. Eigentlich so in Richtung, sie wissen nicht ganz, das wird nicht so ganz ausgedrückt. Also schon, sie wollen ihn vielleicht zum Funktionieren zu bringen. Entweder funktionieren bringen oder für unmündig erklären, ihn aus der Agentur rauszubringen. Ja. Also er hat immer noch den Job, aber er geht nicht gescheit. Ich werde nicht allzu lang noch ausführen, aber cool, jetzt kommt noch der interessante Dreh. Sie kommen drauf, Will Smith schreibt immer Briefe und wirft sie in den Postkasten, aber diese Briefe sind nicht an Personen adressiert, sondern an die Liebe, an die Zeit und an den Tod. Ja? Auf was für eine Idee kommt das? Jetzt kommt schon ein bisschen was von die Konstruiertheit mit hinein. Das ist der Antwort. Ja, na, es ist insofern noch spektakulärer, weil sie engagieren drei Schauspieler. Zwei Schauspielerinnen, die Helen Mirren und die Keira Knightley und einen Schauspieler. Also lauter total guter Cast. Ja, genau, richtig. Und die erscheinen ihm sozusagen und sprechen mit ihm über diese Briefe, ja, weil er einen sehr anklagenden Ton gegenüber diesen Konzepten und sie sollen ihm irgendwie
Feedback geben dazu. So kriegt man Feedback. Ah, Einbildung ist auch gut. Okay. Ich Schauspieler engagieren. Ist mir jetzt wurscht, wenn ein Podcast-Hörer mit der Tod unterschreibt. Soll er? Feedback! Ich wollte schon immer mal einen Brief an den Tod schreiben. Du bist scheiße. Liebe Grüße, die Liebe. Bis morgen, Tod. Ja. Ja, und das ist ganz sehr lustig oder mehr so Überdrama? Oder? Es ist auf jeden Fall sehr, sehr traurige Passagen. Ja. Lässt sich im Endeffekt gemischt auf. Es gibt also nicht lustige, aber es gibt fröhlichere Abschnitte und auch traurigere Enden. Ich habe ein ganz persönliches, größeres Problem, bin ich drauf gekommen, jetzt wo ich aus diesem Genre schon länger nichts mehr gesehen habe, einfach mit diesem Hollywood präsentiert Gefühlskino. Mhm. Weil ich habe so persönlich beim Schauen so sehr gemerkt, dass sie zuerst die Dialoge sind so ein bisschen zu einfach gestrickt, ein bisschen zu platt. Sie versuchen schon, so das Gefühl aufzubauen. Und die Musik ist ein bisschen zu manipulativ. Richtig. Ja, das ist Pushing the Buttons. Ich nenne den immer Forrest Gump als Paradebeispiel dafür. Ja, genau. Wobei Forrest Gump noch eine gewisse Grundcharmantheit mittransportiert hat. Also, aber ja, ich verstehe total, was du meinst. Ja. Genau, richtig. Ja. Also es ist ein bisschen zu wenig Raffinesse drin, dass ich mich darauf einlassen kann. Und wie gesagt, auch die Musik schwillt dann immer an den richtigen Momenten an. Und also danach, so zwei Arbeitskollegen haben sich so ein bisschen neben mir schon ausgetauscht und haben zu mir auch so gemeint, nein, ist doch ein lieber Film, ein lieber guter Film. Mhm. Ja, habe ich gesagt, ist lieb gemeint, der Film. Ja, ja. Ja. Das heißt, der Grundton und so, das ist ja sympathisch. Und auch, dass sie das so ein bisschen ins Märchenhafte drehen, ist ja auch ganz schön mit Zeit, Liebe und Tod. Das hat so, finde ich, was ein bisschen von den Schicksalsgöttinnen aus der griechischen Mythologie, von den Faden spinnt und Faden abschneidet und so. Und hätte gut sein können. Was mir aufgefallen ist, hatte ich schon seit längerem nicht so am Radar. Der Helen Mirren hat einfach wirklich sehr routiniert und super gespielt. Also der hat man diese alte, patente Schauspielerin einfach sehr gut abgekauft. Edward Norton ist natürlich immer gut. Am meisten ist mir im Gedächtnis geblieben eine sehr authentische Frisur. Der hat so eine David Beckham-Iro geföhnt gehabt. Das hat er 1:1 ausgeschaut, wie so ein Werbefachmann sich vorspielt, archetypisch. Und Will Smith kann sehr gut weinen. Er musste auch sehr viel weinen. Also ist eh klar, die Thematik ist nicht lustig, hat er auch gut gemacht. Aber alles im Allem, wie gesagt, ich bin drinnen gesessen und wie gesagt, ich meine, wenn man sich zum Beispiel das Sundance Festival hernimmt, die ja auch gerade so im Drama und Gefühlskino einiges, was in so Little Miss Sunshine, aber auch kleinere Produktionen, wenn man dort in die Tiefe geht und sich also kleinere amerikanische Produktionen anschaut, da kann man wirkliche Perlen finden. Deswegen möchte ich das nicht über den Kamm scheren. Ja, ja. Aber hier war das einfach zu sehr auf Schiene, dass es mich dann abholen konnte. Ja, aber das ist ein Riesenunterschied. Du hast von den großen Hollywood-Produktionen gesprochen, die sich in das Dramatische stürzen mit eben unglaublich dramatischer Musik und Frontal Shots von Schauspielern, die weinen. Es wird wirklich so in your face dem Zuschauer präsentiert. Und in Sundance sind das eben die kleinen Indie-Produktionen. Little Miss Sunshine hast du genannt. Ein anderer großer Erfolg beim Sundance vor, glaube ich, 3 Jahren war das, ist Fruitvale Station, auch ein relativ kleiner, intimer Film, der nach einer wahren Begebenheit ist und der vollkommen auf Musik verzichtet, aber unglaublich wirkungsvoll ist. Und ich bin generell ein Freund von kleinen Indie-Dramen. Javier Dolan ist da ein Regisseur, den ich da gerne nennen möchte. Okay. Alle seine Filme fantastisch. Ja, nur der Unterschied dieser Film hier ist für eine spezifische Zielgruppe gemacht. Ja, das ist klar. Deswegen diese spezifische Zielgruppe ist die einzige, die noch regelmäßig ins Kino geht. Das sind so Leute 40, 50 plus, die wollen eben keine Action. Das sind eben der ruhige Senior, der in die 18 Uhr Vorstellung geht. Genau, dafür, das ist dieser Film. Und du musst bedenken, Will Smith, Edward Norton sind jeweils schon 20 Jahre aktiv. Das Publikum ist mitgewachsen. Die 20-Jährigen von damals, die ihre Actionfilme gesehen haben, schauen jetzt Independence Day, ne? 1994 oder sowas.
die schauen heute, 20 Jahre später, sind in dieser Altersgruppe plötzlich drin. Und das ist der ganze Cast ist auf Kate Winslet, Detto, Helen Mirren ist noch eine Kategorie drüber. Ja. Und damit du halt ein paar von den Jungen abholst, hast du Michael Peña und Naomi Harris da dabei im Cast. Und alles durchgemarketet. Wir wissen, dass die Filme für die dass das tatsächlich ein Markt ist, wo noch Wachstumspotenzial und wo noch Gewinnpotenzial drin ist. Und hier ist der Cast natürlich extrem teuer. Also hier haben sie jetzt über die Cast-Schiene versucht, noch ganz viel extra rauszuholen. Aber viele dieser Filme funktionieren dadurch, dass man auch ganz viele Leute zusammenspannt. Best Exotic Marigold Hotel, ne? Ja. Ist auch so ein Beispiel. Super. 6 All-Star-Briten gehen auf Urlaub nach Indien. Ja. Oder die Dustin Hoffman hat jetzt, ich weiß nicht, was sein zweiter Film ist, aber er ist genauso abgelaufen wie sein erster Quartett, wo ein Altersheim nochmal neue Blüte erlebt durch klassische Musik. Oder solche Dinge halt. Also das, und da passt dieser Film hinein. Er ist einfach nur quasi die Hollywoodisierung von diesem Konzept. Und hier steht ja dabei All-Star-Cast und ich meine, das sagt's ja. Du bundelst da eine unfassbare Star-Power zusammen und bedienst aber, du bist noch ein bisschen zu jung, wir sowieso. Und in Wahrheit ist es für 50- und 60-Jährige gemacht, die noch ins Kino gehen, die noch 10 Euro ausgeben können und wollen. Und eben die wollen nicht, dass sich Roboterautos ihnen um die Ohren krachen oder die brauchen das nicht. Ja, wie gesagt, aber man hätte irgendwie aus dem Stoff und den Dingen irgendwie ein bisschen aus der Schiene rausbringen können. Aber andererseits, ich bin jetzt auch nicht drinnen gesessen und bin krantig geworden oder so, sondern ich habe das akzeptiert und ich habe ja links und rechts das Publikum und die Reaktionen wahrgenommen und die Leute waren wirklich auch berührt. Also der Film funktioniert schon, er hat einfach bei mir nicht funktioniert. Okay. Aber ich werde jetzt auch, also ich war trotzdem froh, ihn gesehen zu haben. Aber du sprichst einfach, keine Filmwarnung aus. Nein, weil ich einfach diesen, es kann auf jeden Fall gut funktionieren. Also es ist auch vielleicht einfach funktioniert er einfach bei mir nicht. Und ich werde auch jetzt immer seltener krantig für Filme, die mir nicht gefallen. Ich nehme den Ausdruck. Ich werde nur noch krantig, habe ich auf den letzten Film habe ich mich versucht zu erinnern, wo ich krantig geworden bin. Ja. War Oblivion mit Tom Cruise, Science-Fiction-Film. Da bin ich mit dem Computer. Ist das der, wo er in so einer Zeitschleife drin ist? Nein, alles das ist ja gar nicht so schlimm. Age of Tomorrow. Nein, Oblivion ist wo er mit einer Frau irgendwie so ein Gebiet patrouillieren muss und dann kommt er drauf, ich spoilere jetzt, weil der Film ist scheiße, braucht keiner anschauen, und dann kommt er drauf, dass es einfach noch mehrere Gebiete gibt und überall sind die gleichen zwei Personen auf Patrouille. Es ist eine Art Dystopie und es sind Klone und er will halt ausbrechen, also das ist halt dieses klassische, ich bin mitten in dem System drin und sie sind halt eher so quasi der Hunter, der in sein Raumschiff fliegt und er ist wie eine Wüste und es sind halt die Welt ist aufgeteilt in so Sektoren und er ist halt für diesen Wüstensektor zuständig und es ist diese schwebende Homebase und da wohnt halt diese Frau und diese Frau ist halt irgendwie, sind die zwei perfekten Menschen, die noch irgendwie dazu da sind. Das war, wie gesagt, der letzte Film, wo ich krank geworden bin. Ich verlasse ja fast nie Filme. Damit hast du nicht mal viel gespoilert. Darf ich eine kurze Anekdote zu Oblivion erzählen? Punkto Grantik. Damals hatte ich meinen allerersten Blog, wo ich halt auch alles, ganz viele Filme geschaut habe und alles rezensiert habe, einfach nur so, weil ich wollte. Und war mit meiner damaligen Freundin im Film und ich habe sie war dermaßen angefressen auf den Film, dass sie gesagt hat, ich schreibe jetzt eine Gassenkritik. Was sie nie gemacht hat. Also einfach keine Lust. Das hat sie einfach nicht. Sie ist gern mitgegangen mit mir ins Kino und dazu gesagt, ich schreibe jetzt eine vernichtende Gassenkritik. Ja, und weil wir da wieder wehren, wenn sich die Leute aufregen. Ja. Also das war echt, das hat bei ihr auch alles. Und ich habe sie in einige Filme gezwungen, wo ich dachte, wo sie auszucken hätte können, aber das war der Gipfel. Das ist interessant, du sagst, du gehst niemals aus einem Film raus im Kino, wenn du bist, auch wenn er dir nicht gefällt. Ja. Du bleibst immer bis zum bitteren Ende. Warum? Ich überlege. Weil du, für das, gerade, weil du bist du masochistisch veranlagt oder hast du bereust? Weil es beim Restaurant gibt, lieber den Magen verrenken, als dem Wirt was schenken. Weil du Geld dafür ausgeben hast. Bei mir ist es übrigens genauso. Ich habe noch nie einen Film verlassen. Tatsächlich?
Ende des Films. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht drüber eine Aussage treffen, wenn ich nicht zu Ende geschaut habe. Ich finde auch, weil wer weiß, ob die zweite Hälfte nicht awesome ist. Ja, also ich habe da das habe ich dann nicht geschafft und dann kann ich den nicht beurteilen, den Film. Ich brauche das für die eigene Rechtfertigung. Zu Hause Filme, die gerade in Blu-ray-Player oder in PlayStation reingeschmissen, angefangen zu schauen, dann abschalten. Ja, das habe ich schon des Öfteren gemacht. Das letzte Mal übrigens bei den Zombies in Lederhosen. Verständlich. Ja, sind sich auch schon lange durch unsere Folgen hier. Wir haben viel zu viel besprochen dafür, dass er im Kino haben den 3000 Leute gesehen. Ja, also ich habe, glaube ich, nur den Trailer auf YouTube gesehen. Aber da habe ich sogar den Trailer vorzeitig gebrochen. Ja, jedenfalls, also ich habe meinen wirklich schlechten Film angeschaut bei der Biennale. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Das war das, wo im Trailer ein Stück Fleisch durch einen Flughafen durchschwebt, wo man sich fragt, was ist das? Und deswegen wollte meine Freundin sich den anschauen. Und wir haben wirklich im Kino gesessen und darauf gewartet, dass das passiert. Das ist dann auch irgendwann passiert. Und während und wie das da vorbeifliegt, anschließend, ja, das haben wir eigentlich nur reingeschnitten, aber dass wir einen Trailer haben. Das war handlungsfrei. Ja, und bis zum Ende haben wir noch gehofft, dass noch irgendwas kam. Irgendwann wurde der Film tatsächlich ein bisschen schneller, aber eigentlich war es eine Dokumentation und kein Film. Und es ist Geschmackssache. Also wir fanden den grauenvoll eine Qual. Ich weiß nicht, wem der denn gefallen hat, aber sagen wir mal so, eine künstlerische Freiheit existiert und der Film war halt hochgradig künstlerisch. Es ist Geschmackssache, wie mit dem Fleck im... Don't get me started mit Trailern und wie die lügen und so. Don't get me started. Das ist interessant, weil bei mir ist es wirklich so, pro Jahr gehe ich mindestens einmal verfrüht aus dem Kino raus, weil ich das nicht ertragen kann. Letztes Jahr zum Beispiel war das bei mir The Revenant. Das ist so fürchterliche Scheiße von einem Film. Und ich weiß, es gibt viele Fans davon. Ich weiß, es gibt viele Fans von Iñárritu. Das ist so ein Dreck. Das ist unglaublich. Tut mir leid, dass ich jetzt abreiche. Ich muss ehrlich sagen, ich ärgere mich halt über Fehlverhalten im Kino. Und ich finde, zu spät kommen und zu früh gehen ist ein Fehlverhalten, das mir dem anderen stört. Also, oder Mobiltelefone. Also das kommt noch dazu. Mobiltelefone sind sowieso außer Frage. Aber da ist es halt so, dass du sagst, musst du dringend aufs Klo oder ich meine, das kannst du ja alles akzeptieren, aber quasi, ja, ist halt so eine Sache. Ich weiß es eh nicht, wenn jemand vor mir geht, warum der geht, ob er wiederkommt, das achte ich dann auch nicht so drauf. Aufs Klo? Aber es stört und mich selber, wie gesagt, da ist die, was der Rio gesagt hat, mit, ich halte das für moralisch, um darüber zu richten, ich kenne einfach schon so viele Filme, wo tatsächlich die, ich habe beim Super Bowl mir die zweite Halbzeit nicht angeschaut. Wolltest du was sagen? Ich leider schon. Okay. Was ist das? Für die, die es nicht wissen, Atlanta war weit vorne. Ja. New England hat es gewonnen. Ja, können wir das bitte jetzt unterbrechen? Es tut jetzt noch weh. Ich gebe dir recht. Ich meine, mich stört das natürlich auch mit dem Mobiltelefon. Mich stört sogar, wenn mein Nachbar Popcorn isst. Ja, das zieht mich einfach raus aus dem Erlebnis. Ja. Für mich ist, wenn ich in ein Kino gehe und einen Film anschaue, ist das ein Erlebnis für mich. Ja. Und das zieht einen so heraus. Und deswegen kann ich es auch verstehen, wenn man sagt, wenn jemand verfrüht aufsteht und aus dem Saal rausgeht, dann stört das ein wenig. Aber ich versuche das einerseits immer so zu machen, dass ich das leise und unbemerkt mache. Das gehört das sowieso. Und das ist klar, ja. Ich meine, ich schreie jetzt nicht auf und sage, so ein Scheißdreck! Weg damit! Ich will jede Kopie verbrennen von dem Ding. Ich denke mir dann noch, okay, ich gebe das Geld aus, aber wenn ich, keine Ahnung, nach 2 Stunden sehe, wie DiCaprio sich die ganze Zeit da durchquält und sowieso alles scheiße und... Man will ja nur einen Oscar, und denkst du dir die ganze Zeit, oh, okay, komm. Und irgendwann kann ich dann einfach nicht mehr. Verstehst du, es gibt einfach Filme, die ich mir ansehe und die machen mich einfach psychisch fertig. Aber nicht, weil sie so mindfuckig sind, sondern einfach, weil sie so unglaublich mies sind und mich das dann ärgert. Ja, diese Art von Ärger, nope. Und da gehe ich dann auch gerne früher raus aus dem Film, weil mich das nur noch mehr ärgern würde. Das mit den 15 Minuten habe ich schon mal erzählt. Es gibt so eine
ungeschriebene Regel, wenn man innerhalb von 15 Minuten den Film verlässt, kriegt man sein Geld zurück. Richtig? In den Kinos, ja. Wirklich? Wow, das ist so eine... Vielleicht steht das sogar irgendwo. Hast du das jemals ausprobiert? Ja. Und das geht? Habe ich schon. Aber das war ein Notfall, wo ich angerufen wurde. Oder also, halt einen, du hast gesagt, ich kann den Film nicht sehen? Oder? Naja, nein, ich will nicht mehr schauen. Oder es enttäuscht mich der Film, wie auch immer. Mhm. Also es ist so eine Art Rücktrittsrecht vom Kauf quasi. Ja, und die meisten Kinos, also es gibt dieses, ich weiß nicht, ob das irgendwo festgeschrieben ist, aber es gibt auf jeden Fall so das, diese Kulanzregelung und die meisten Kinos halten sich dran. Und es kommt ja auch de facto, ich meine, ich glaube, einmal hat jemand erzählt, dass es in seinem Kino mit 10 Sälen vielleicht 50 Mal vorgekommen in 10 Jahren oder so. Also es ist kein Massenphänomen. Interessant, auf den Gedanken wäre ich gar nicht gekommen, dass das möglich ist. Doch. Also, die Tocherhörer wissen ja. Dann gedacht, dass das so sein müsste, habe ich schon. Aber ich gehe meistens sowieso nur in Filme, die mich, wo ich weiß, die werden mich begeistern, mit Ausnahme wollte meine Freundin unbedingt. Aber ja, mit Popcorn, ich habe leider immer so einen Gast, beziehungsweise ich habe eine Begleitung mit, die genau alles das mitbringt, was stört. Deswegen alleine ins Kino gehen. Oh ja. Ja, da fahre ich. In 9 von 10 Fällen gehe ich alleine ins Kino. Sehen wir mal auf, was alles stört. Handys, laut knabbern, erklären, nicht was anderes nicht reden, was nicht erklären ist. Ja. Und meine absoluten Sachen, die ich hasse, wenn jemand den Witz, der gerade gesagt wird, wiederholt. Oder wenn jemand vorliest, was auf einem Schild steht. Ja. Weißt du, was ich unbedingt... Das ist aber eine Alterssache. Das habe ich noch nie bei Leuten unter 60. Sag, was es auch gibt, was mich unheimlich stört, ist, wenn für ein Cameo jetzt ein Schauspieler auftaucht, den vielleicht nicht jeder kennt, und einer zwei Reihen vor mir sagt, ha, ich weiß, wer es ist. Kennt ihr das nicht? Ja. Das ist zum Beispiel bei... bei Django Unchained war das, als Tarantino irgendwann ins Bild kommt, da den dummen Australier gibt und der eine denkt, saugeil, ey, saugeil, oh, ist das geil, dass der jetzt auch mit dabei ist. Ich hätte ihm die Fresse haben können. Das ist, also, ich meine, da tust du irgendwie still deinen Nachbarn in die Rippen, gut, ey, aber du tust dich irgendwie lauter. Ja. Aber ich meine, ich habe ja Erlebnisse gehabt, mein allerliebstes Erlebnis war Herr der Ringe, ich glaube, der dritte Teil, Pause, weil der hat ja irgendwie 4 Stunden dort, Pause gab's. Und ich meine, jemand, der gleich alt war wie ich, hinter mir, und geht in der Pause hinter mir runter und die sagt dann so, dieser Gollum ist so eine Missgeburt, Alter, ich schwöre. Und regt sich eine Viertelstunde lang darüber auf, was Gollum für eine Missgeburt ist. Direkt vor der Pause war das, wo er das Brot runterschmeißt, oder diese Dings da, Szene, wenn sich erinnert, wo ich auf jeden Fall, ich meine, du hast ja objektiv recht, er ist ein Arschloch, aber die Tonfall, Formulierung, gepaart mit Lautstärke war einfach, aber gut, so eine Pause ist okay, wenn es das während dem Film macht, boah. Also so im Nachhinein hätte ich mir schon gewünscht, dass ich aus einem ein oder anderen Film rausgehe. Okay. Gerade zum 2 in der Früh. Slash-Film-Fest. Ich sag nur einen Filmtitel, Family Complete. Ja. Das war die schlimmsten 5 Stunden, so ist es mir vorgekommen. Gehört das nicht zum Slash-Film-Festival dazu? Wäre das nicht genau das Festival? Das ist aber ein interessantes Phänomen. Ich habe mal, weil es mich interessiert hat und ich mittelgroßer bis großer Fan von Jim Jarmusch bin, wo habe ich mir mal ein paar Filme von ihm auch angesehen, die ich nicht kannte, und da war unter anderem auch Permanent Vacation dabei, sein Debütfilm, der 70 Minuten lang dauert und der sich anfühlt, als wäre eben 5 Stunden lang, weil weißt, man merkt halt, Jarmusch ist ja schon normalerweise eine Meditation. Ja, das ist halt so ein Anfang 20er, und das war sein Abschlussfilm damals am College. Und der das alles vollgestopft hat mit so Zeugs, wo sich ein Anfang 20er denkt, das ist jetzt aber tiefgründiger Scheiß, den ich jetzt zeige. Und wirklich nur eine Abfolge davon ist es fürchterlich. Fürchterlich. Okay. Ja. Interessant. Ja. Muss ich schauen. Ja, Küche, Diele, Zimmer, Sarg. Da haben hinter uns ein paar Jugendliche die ganze Zeit sich unterhalten, haben laut gekichert, gelacht, bis tatsächlich jemand geschrien, ist jetzt mal da hinten Ruhe. Das habe ich noch nie erlebt bis dahin. Ja? Wobei man muss auch sagen... Und das war ein sehr, sehr kleiner Saal. Das also zur Verteidigung beim Slash-Filmfest, da mag ich die Publikumspartizipation schon, wenn das ganze Publikum lacht. Weil es ist immer so ein typischer Running Gag beim Slash-Filmfest, dass halt immer bevor der Film beginnt, zischt jemand mit der Bierdose und dann lacht der ganze Saal. Oder so. Ich meine, das ist dann auch schon nett und das hat auch sowas, finde ich, was ich halt nur, ich war einmal nur, was amerikanisch Publikummäßiges hat und das kann ich dann auch schätzen, aber so die Ausrufung.
Klassiker ist auch, letztens war ich wieder bei einem Kurzfilm, der halt, weißt du, Nüsse und Teampremiere und ich gehe halt als Freundlichkeit hin, weil ich die Leute kenne. Und klassischer Fall von irgendwie, der Film startet nicht sofort und einer sagt, boah, ist der toll! Kennst du das? Ja, und es gibt dann ein paar Vollidioten, die lachen. Und in der Film hieß Unberührt. Und immerhin war das halbwegs so, dass irgendeiner gesagt hat, so einfach so, nachdem der Witz vorbei war und auch immer der Film nicht losging, so, nicht grapschen, irgendwie sowas. Das war noch so irgendwie einfach random, hatte vielleicht in der Situation was zu tun. Und irgendein anderer sagt dann, der Film heißt Unberührt. Okay, ja, aber trotzdem, das am Anfang, das war filmspezifisch, aber am Anfang... Ich habe noch einen tollen Film gesehen, aber ich darf nicht drüber reden. Weil, hast du ein Embargo unterschrieben? Ich habe kein Embargo unterschrieben, aber ich bin gebeten worden, ein Embargo zu... Es ist nämlich so, also generell bei Presseaussendungen, aber es gilt auch bei Pressevorführungen, gibt es einen Termin, dass man sagt, man darf bis zu dem oder dem Datum diese Informationen nicht an die... dieser Film läuft bei der Berlinale und hat am 11. Premiere, deswegen darf ich noch nicht... darüber reden. Wir haben das allerdings den Podcast Woche schon aufgenommen, Hannes und ich. Also, der Podcast ist im Kasten. Und der Film hat noch keinen Starttermin, also insofern, da war ich... Diese leider. Folge kommt vor dem 11. noch raus? Ich weiß es nicht, der Film hat noch keinen Starttermin. Nein, ich meine diesen Podcast... Achso, du darfst bis zum 11. Nein, nicht oder... Auch ich darf bis zum 11. nicht. Ja, also ich darf Folge vor dem 11. raus. Meine Herren, ich möchte euer Gequassel nicht eintrüben, ja, aber ich schreibe eine Stunde Shownotes, der Stefan ist nicht da. Überlegt euch, wie viel sie noch redet. Einer muss das auch verschonen. Ich habe ja gesagt, ich habe leider gesagt, ich schreibe die dritte. Wenn ich dabei bin, dann, weil ich bin ja für die dritte. Ist derzeit kein Stefan. Noch nicht, noch. Ja, zwei Minuten hast du noch. Das ist nicht mein Problem, aber die dritte mal. Sehr gut. Das war wirklich ein wunderbarer Podcast. Allgemeines Genörd über Filme aus. Ich sag's euch. Ja, wir wollen doch die 3 Stunden auf jeden Fall erreichen. Den Harry mal eine Stunde schreiben. Kann man eine Minute schon schreiben. Also, letztes Mal war es über 3 Stunden. Nein, nicht Iron Sky. Ja gut, ja. Iron Sky 2, oder? Iron Sky 2. Ja, da warte ich schon drauf. Nee, ist der schon draußen? Ist der schon draußen? Nee, nee. Nein, der ist noch gar nicht in der Produktion. Okay, der ist noch gar nicht in der Produktion? Ja, oder sagen wir mal, vielleicht Anfang noch, aber gedreht wurde noch gar nichts, meines Wissens. Ja, Iron Sky 2, Iron Sky 1, gut, lustig, oder? Ja. Nazis in der Mond. Außerdem jeder Film mit Udo Kier. Top. Ja, es ist nicht so, also jetzt im Nachhinein, nachdem ich ihn schon das dritte Mal angeschaut habe, hat es wirklich seine Längen und man kommt nicht so wirklich in den Film hinein. Man beobachtet im Prinzip alles nur so richtig passiv, nimmt einen nicht mit in die Handlung rein und dann passiert irgendwas und man weiß nicht wirklich, was man... ob man jetzt mitfühlen soll oder sonst was. Ja, aber dafür, dass es eben so ein Crowdfunding-Ding war und so, ist keine Ahnung, bei dem habe ich nicht so ein filmkritisches Auge drauf, weil irgendwie so dieses Gesamtthema und außerdem Kia. Also ich habe den auf Blu-ray. Hattest du schon noch nicht? Nein, ist nicht so wie Rutger Hauer. Also kann ich ja, Rutger Hauer kann ich auch nicht wegsehen. Ja, der Film hat, ich habe den auf Blu-ray, absolut gutes Bild, absolut guter Ton. Sprecher, naja, ist die Schauspieler zum Teil wirklich sehr overacting. Gab's, ja. Horst bereut, dass der Podcast so offen ist. Ja. Dass er das nicht elitär klein gehalten hat, die Gruppe. Ja. Hast du nicht gesagt, der Stefan ist nicht da, wir müssen es aussitzen? Ja, schon. Liebe Grüße, Stefan. Na, komm, reiß noch irgendein Thema an. Also ich wollte noch ein Buch erzählen, dazu bin ich schon zu betrunken. Das mache ich nächstes Mal. Aber was ich erzählen kann zum Thema sich schlecht benehmen, weil das vorher kam, ist wegen Kino. Warum zeigt er auf mich? Nein, weil ihr das eben, was im Kinosaal schlechtes Benehmen. Also, okay. Ich kann jetzt aus eigener Lebenserfahrung einbringen, ich bin begeisterter Couchsurfer und Couchsurfer-Hoster. Und spannend. Fülle meine derzeit leere Single-Wohnung lustig mit Couchsurfern. Und ich habe jetzt nicht genau mitgezählt, aber ich müsste so zwischen 30 und 40 Leute schon gehostet haben.
Und arbeite daran gerade, dass ich wirklich von jedem Land der Erde einen Gast kriege und dann kann ich mal so eine große Weltreise machen und die alle retour besuchen. Also derzeit das Sammelprojekt. Sag aber, Bescheid, wenn du einen aus Nordkorea zu Gast hast. Ja, das wäre schön, aber ich arbeite daran. Aber was mir jetzt halt zum ersten Mal und das Prinzip beim Couchsurfing ist so, also egal ob man Gast ist oder ob man Host ist, es gehört sich so, dass man nach eine Review schreibt und da schreibt man halt üblicherweise was Nettes. Also man schreibt, ja, war ein sehr netter Gast oder als Gast schreibt man, war ein exzellenter Host und bla bla. Ja, und der Sinn ist halt auch so ein Sicherheitsfeature. Es gibt ja Leute, die speziell Männer, die sich weiblichen Gästen gegenüber nicht gescheit benehmen, dass da halt dann so ein öffentliches Warnungssystem da ist. Mhm, ja. Oder wenn einer sind ja schon so Ankreuzelvorgaben, also war unhygienisch oder keine Ahnung. Oder was jetzt ja, sind. Klar. Und macht Sinn. Macht ja auch Sinn. Und mir ist es jetzt halt zum ersten Mal passiert, dass mir Gäste enorm am Sack gegangen sind. Also echt, dass ich wirklich dachte, das gibt's nicht. Und der Hintergrund ist der, das waren zwei Mädchen aus Russland. Ich habe sie akzeptiert für 3 Tage. Und ich kenne mich schon gut aus, also habe sie sogar abgeholt vom Busbahnhof und so und alles leiwand. Und dann haben sie gesagt, ja, sie kommen von Berlin und da haben sie nichts Gescheites zum Essen gekriegt. Und ich habe gesagt, ja, mein Nachbar kommt, wir kochen nachher, können Sie gerne dazukommen, bla bla. Und haben sie gesagt, ja, sie kommen und es war halt geduld, sie gehen sich jetzt die Stadt anschauen und sind um 7 da. Und wir essen gemeinsam. Ja? Und ich koche halt mit meinem Freund und es wird 8 oder nichts von denen. Dann schaue ich aufs Handy, haben so um 6 Uhr irgendwann eine SMS geschrieben, ja, wann kommt dein Freund? Weil wir kommen zwischen 9 und 10. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, na, das geht jetzt nicht. Ja? So, du meinst, das war wenn ich für wen koche und die Einladung wird akzeptiert, dann brauche ich nicht kurz vorher eine Meldung, wir haben es uns anders überlegt. Also es war halt, ist mir persönlich am Strich gegangen. Und auf jeden Fall sind es dann auch nicht um 9 auftaucht und nicht um 10, sondern um 10:30 sind es dann irgendwann eintrudelt. Und dann, ich habe sie jetzt nicht geschimpft oder so, aber sie sind gekommen und haben sie gesagt, hey, sorry we're late, it's okay with you. Und ich habe gesagt, nein, ist nicht okay. Und war dann halt ein bisschen unfreundlich, habe gesagt, ja bitte, gebt mir einen Schlüssel zurück und so. Und halt deutlich gemacht, dass mir das nicht gefallen hat. Und sie haben auch nicht checkt, warum ich jetzt böse bin. Und haben gesagt, well, we were just a bit too late. Und habe gesagt, no, you said you'll be here at 7, eat with me and then you write, you come late, it's not okay. Ja? Macht man nicht. Und auf jeden Fall habe ich dann gesagt, war ich dann irgendwie grantig, auch weil sie sich blöd benommen haben. Sie haben gesagt, ja, wir haben uns verlaufen. Nichts haben sie sich verlaufen. Sie haben geschrieben, sie schauen sich noch die Stadt an. Und dann habe ich gesagt, ja, passt auf, ihr könnt notfalls bis Samstag da bleiben, aber mir wäre am liebsten, ihr seid morgen früh weg. Ne? Und dann sind sie auch wirklich in der Früh dann so verschwunden, also ein bisschen später. Und dann bei Couchsurfing, das wartet so lange das System, bis der Besuch offiziell zu Ende ist, laut Kalender. Also du hast kein Feature, um zu sagen, na, die Gäste sind jetzt gar nicht gekommen. Und dann, wenn du dich dann einloggst, während dieser Besuch vorbei war, fragt dich Couchsurfing, und wie war der Gast oder wie war der Gastgeber? Und du kannst da so eine Bewertung hinterlassen mit so Feldern zum Voraus anklicken. Und das war jetzt halt für mich zum ersten Mal, dass ich gesagt habe, na, das war nicht in Ordnung und dann schreibe ich jetzt auch eine schlechte Review, also was ich sonst nie gemacht habe. Schreibe halt meine schlechte Review und die Reviews werden dann beide gleichzeitig online geschaltet. Also man sieht nicht die vom anderen vorher. Man sieht nicht die vom anderen vorher. Du weißt nicht, was der andere ist. Du hast dann aber die Möglichkeit, auf die vom anderen zu reagieren. Kannst du eine Antwort drauf schreiben. Ne? Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, wahrscheinlich, so wie ich dich jetzt einschätze, werden die sagen, creepy old man, was angry wie das. Und werden auch schlechte Review über mich schreiben. Ne? Und ich habe halt versucht, das möglich exakt hinzuschreiben, was passiert ist und so. Und ja, und man wird auch explizit gefragt, empfehlen Sie diesen Gast weiter oder empfehlen Sie diesen Gastgeber weiter? Und ich habe halt versucht, das so ehrlich und objektiv wie möglich zu beantworten. Und habe mir gedacht, na servus, jetzt werde ich da meine erste schlechte Review kassieren. Und was dann passiert ist, dass von den zwei Mädchen, von der, die ich mal weniger erwartet habe, die hat mir dann trotzdem eine positive geschrieben, wo es dann auch sehr nett runtergeschrieben hat als Antwort. Unter meine negative hat es geschrieben, ja, es tut dir sehr leid und der Horst war so nett zu uns und hat uns geholfen da und da, aber wir sind leider nur eine Nacht geblieben. Oder so. Mhm. Und bei der anderen, wo ich es mir eigentlich nicht erwartet hätte, die hat dann also sozusagen zurückgeflamed. Ja, und dann, ja, er war sehr unhöflich zu uns und bla bla. Und ich habe das dann unkommentiert stehen gelassen und habe gedacht, jeder, der gescheit ist, kann das selber nachlesen und ich weiß auch von den anderen Leuten, die viel hosten, da hat man dann halt ab und zu ein schlechtes Erlebnis. Mhm. Und mir ist es halt jetzt zum ersten Mal selber passiert und hat zum Glück nicht Couchsurfing für mich verdorben. Also ich habe nachher wieder dafür nettere Leute gehabt. Ein verpasstes Abendessen. Ja. Naja, es geht darum, wie du mit wem umgehst. Das war das, was mich
Ja, sie haben jetzt nichts zerstört in deiner Wohnung oder nein, das mitgehen nicht lassen oder so. Nein, nein, es ist auch mal nichts schlecht worden vom Essen. Es ist eher so, dass es eine Benehmenssache, ja. Wie man ehrlich deswegen ist. Deswegen sage ich ja, wenn da die Chemie halt nicht stimmt. Ja, und weil die Leute sind ja dann doch allein in deiner Wohnung können und du brauchst ja Grundvertrauen, habe ich ja gesagt. Ich habe da kein Vertrauen, weil ich. Du sagst dann, zünd jetzt kein Gas an, während ich weg bin und so. Ne? Und wenn du das Gefühl hast, du kannst dich nicht auf einfache Sachen verlassen, wo setzt du eine Grenze? Das ist einfach dann, Sicherheitsrisiko, raus mit Sicherheit denen. Ne? Und ja. Ja, und das, was halt, was ich erzählen möchte, ist, dass lustig passiert, dass ich dann trotzdem von der einen eine gute Review gekriegt habe. Mhm. Habe ich dann auch geschrieben, I'm very impressed und so. Und ja, also es passieren halt. Sachen, also da ist dann doch wieder oft ein bisschen. Also war auch, ich war auch angenehm auch überrascht jetzt im Unangenehmen sozusagen. Ja, bitte, so gut. Und scheint auch da ein funktionierendes System zu sein, dieses Couchsurfen. Ja. Ich meine, du hast jetzt für wie viel? 40? Also ich habe ordentlich gehört. Oder 30, sag mal. Das erste unangenehme Erlebnis. Genau, ich meine, das ist. Und auch als Gast, ich bin, glaube ich, 5 oder 7 Mal wo geschlafen als Gast, und das unangenehmste Erlebnis von allen war, dass mir einmal ein bisschen langweilig war. Also dass einer sich nicht 4 Haxen ausgerissen hat, um mich zu entertainen, sondern der hat vom Fernseher geguckt und wir haben gemeinsam einmal ferngeschaut und einmal, naja, das ist nicht so lustig, dass man schlafen kann. Also das war so das Allerschlimmste, mir war ein bisschen fad. Ja. Also, und sonst kann ich echt sagen, insgesamt echt, also wesentlich viele schlimme Hotels erlebt als schlechte Couchsurfing-Erlebnisse. Nach wie vor sehr empfehlen das Ganze. Gut, ich glaube, das war aber eine Abschlussgeschichte. Ja, mit Moral und allem. Ja, das Lustige ist, dass der Harry verschont wurde. Toll. Couchsurfing ist super. Und die Moral der Geschichte kommt um 7 zum Abendessen. Wenn ihr das vorher gesagt habt, das ist pingelig. Horst ist pingelig. Ja, das wird jetzt der Running Gag. Ja, schön, zu dem Couchsurfing gibt es noch ein. Sie sind um 11 Uhr gekommen, da war draußen gerade Schnee. Ne? Und wie ich, da haben sie ein paar Mal zugeredet und dann habe ich gesagt, please give me the key. Ja? Und das ist sozusagen der ultimative Vertrauensverlust, dass man den Schlüssel zurückfordert, den Gästeschlüssel. Ja? Und der eine hat dann gesagt, do we have to go now? Dann glaubt, ich schmeiße sie um Mitternacht in den Schnee hinaus, was ich natürlich nicht getan habe. Aber, ja. Bis zum nächsten Mal.